So. Prost. Also, hey. Jetzt sind wir noch ein Dantons tot, Leute. Okay. Prost. Symbolisches. Mit der Maus und dem Elefanten. Ah, schön. Ich muss einfach umstoßen. Übernahme. Ja. Sehr gut. Okay. Ja, willkommen bei den Biertauchern, Folge 231 in der Zypresse, Westbahnstraße 35. Und das Ganze findet natürlich statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank, ja genau, von dem Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und außerdem an unsere Flatterer, speziell Bernd Schlapsi und Ayuvo. Vielen Dank, Leute, fürs Flattern. Ja. Und wir sind heute ganz viele. Und heute ist Montag, der 16. November 2015. Ach, sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt begrüßen Sie heute der Stefan, der Gregor, der Florian, Jonas, Seitel, Horst, Dennis. Okay, und damit komme ich zur rituellen Frage, ob Sie Themen habt, über die Sie heute reden wollt. Dennis, du hast schon einige durchgestrichen. Welche sind noch verblieben? Naja, ich weiß noch nicht, zu was ich komme. Ich will nicht wieder so eine lange Podcast-Folge, weil ich hier nicht dran schuld war. Aber ich habe mir ein neues Mobiltelefon gekauft. Mhm. Ich habe letztes Mal schon gedacht, ich könnte über einen Internet-Radio-Wecker reden. Einen selbstgebauten, aber noch in Work in Progress. Und etwas Lustiges, was ich gefunden habe, weil das schon des Öfteren Thema war, Audio und Interfaces. Also wie programmiert man seine Töne? Ich habe auch schon mal über Pure Data kurz gesprochen und ich habe da was Nettes zu gefunden. Das dauert nur kurz. Ich werfe einen Termin, nämlich das DevFest, das in Kürze in Wien stattfindet. Ein Spiel, bei dem man Assembler programmieren muss. Ich empfehle einen Podcast, den es wieder gibt. Ich habe ein Erratum zum letzten Mal. Ich muss unbedingt über den David Hoff sprechen. Und außerdem habe ich die Woche ziemlich viel facepalmiert, weil in Zukunft gibt es Pass und Führerschein auf dem Handy, aber irgendwie doch nicht so ganz. Ja, ich habe all das erlebt, was ich letzte Woche erlebt habe. Plus, aber ja, genau. Aber ich habe diesmal, kann ich noch hinzufügen, falls wir dazu kommen, habe ich mir Dantons Tod angeschaut von Georg Büchner im Burgtheater. Mhm. Bisschen Culture. Oh, ich war auf Kurzurlaub und habe mir das neue Selfish OS 2.0 angeschaut. Ah, spannend. Okay, und wir haben heute spezielle Gäste da. Worüber erzählen Sie uns? Ja, wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet, natürlich. Willkommen. Aber wir sind zu dritt da. Eine Person fehlt noch. Wir sind aus einem bisschen autonomen Hackerspace, dem C-Lab, aus dem EKH und sind einfach mal eingeladen worden und schauen mal, was wir machen. Okay. Ich auch. Okay. Ja, und ich kann, falls ich dazukomme, erzählen, dass ich in einer Schule war und im Kino. Und ich ärgere mich über die Registrierkassenpflicht, aber sonst kann ich auch nichts machen. Mhm. Ja, wenn wir schon Leute haben, na klar, sicher. Was ist das? Was macht sie überhaupt? Und du redest Englisch, oder? Ja. Okay, so part of this will be English. Okay, was? Also, what is C-Lab? What is C-Lab? What is C-Lab? You wrote it. C-Lab is English. Sprich einfach auf Deutsch. Ja, wir sind ein physischer Raum im EKH. Das ist in der Wielandgasse 2 bis 4. Im Ernst-Kirchweger-Haus. Im Ernst-Kirchweger-Haus, ja. Ganz genau. Im zweiten Stock dort. Und dort sind wir irgendwie so beheimatet und es gibt einen, es ist eine Art Selbsthilfewerkstatt, so ein bisschen wie die Bike Kitchen vielleicht, wenn man das kennt, nur mit Computern. So finde ich, das ist ganz nett beschrieben. Also es gibt alle möglichen Ersatzteile und Computer, Notebooks, die man sich ausleihen kann, Notebooks, die man dort, Computer, die man dort verwenden kann, halt Internet und Couch und
Spielekonsolen, was auch immer, und dann einfach Platz zum Sachen ausprobieren, basteln. Ja, wir sitzen da einmal in der Woche regelmäßig rum und manchmal auch öfter. Das ist jeden Dienstag ab 17 Uhr und Leute kommen halt so vorbei, um die irgendwie, wenn sie Hilfe brauchen, zum Beispiel, wenn sie ihren Computer verschlüsseln wollen oder wissen, wie man E-Mails sicher verwendet oder eben auch verschlüsselt, wenn sie einen Rechner neu mit Linux aufsetzen wollen oder einfach nur irgendwas kaputt geht an dem Laptop, und wir versuchen halt irgendwie gemeinsam mit den Leuten, die dort sind, das so zu managen und den Menschen zu helfen und ihnen zu zeigen, wie sie sich auch selber helfen können. So. Darf da jeder hinkommen, der so ein Problem hat, oder muss man sich irgendwie vorher anmelden? Na, da darf jede und jeder hinkommen. Also auch ÖVP-Wähler? Wenn sie dann wirklich rein wollen, ja. Wie lange gibt es euch denn schon? Das ist eine gute Frage. 4 years? 4 Jahre? 4 Jahre. Ja. Aber es hat sich die Belegung relativ oft gewechselt. Mhm. Also, es ist jetzt so die 3. Generation, glaube ich, oder so. Genau. Hast du so ein genannt, so das moderne Passwort dazu, der 3. Raum ist das sozusagen. Also ihr habt dort Werkzeuge, also zum Basteln und Software, macht es beides. Oder habt ihr irgendwie eher eine Ausrichtung? Wenn zum Beispiel das Happy Lab, kann man sozusagen, also zum Beispiel eher so die Hardware-Ausrichtung, so was ich mitbekommen habe, oder? Also das Happy Lab ist eher so ein Maker-Lab, oder? Genau. Voll. Naja, der Name kommt so vom Computerlabor, und ich glaube, so kann man es auch irgendwie sehen. Also es gibt vor allem Computerteile, alte gespendete Computer und verschiedenste, auch uralte Hardware irgendwie dazu und halt so Netzwerkgeräte. Und ich meine, die Software, nachdem wir eh lieber Free Software installieren, ist es ja eh im Netz verfügbar, von dem her. Und das euer Zählab ist sozusagen rund um die Uhr besetzt, oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man täglich wen antrifft, oder nur dienstags, oder ist dienstags nur euer Plenum? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Oder gehört der Raum sonst der autonomen Häkelgruppe oder so? If it's over other days and stuff, during the week. Yes, but it's not fixed dates. I'm sorry if I repeat something that was already said, but I'm not understanding everything. For example, I'm taking forward some more audio-related projects with DIY audio and so hardware and software, circuit bending and Raspi, using like installing pure data in Raspi and testing out how does it respond, the performance and other experimental audio and DIY projects, but this we still don't have a fixed date. We started recently trying to do it on Mondays, but it didn't really work out, so we will try to find another day of the week. But as I am also living in Deca, so I'm recently most involved every day, despite the Tuesdays. Tuesday is our regular meeting, but we are also open other days, and we're trying to develop a system where we can like maybe have it online when it's open, when it's not, when there's somebody in, and people can just check in the blog and come over. But we still don't have a fixed date, because we're now also reworking our infrastructure, and to it's already a cool space to hang out and to do this the computer recycling that we're doing, the free software stuff, but we're still like building a better structure to have like this DIY project going. And yeah, new people are always welcome to help in this task. We have some cool old equipment to fix there. We have an old Atari and all stuff like this to play around too. We have some nice raw material to work with. We have a lot of computer parts and all kinds of cables and microcontrollers, and we are developing this infrastructure slowly, because we're not a big group too. We're also making some Soli parties, one in the winter and one in the summer, to keep the space going. But yes, try to stick to the question. That's it. We have the Tuesdays, that is like a regular meeting, but we're also other days of the week doing stuff in a random schedule, but the next step for this, I think, is to
define one day for this audio hacking day. That is when we will dedicate solely not just to DIY and audio hardware and software, but also to some music production and the Linux. That's also what I've been researching for some years. With support from the free software community from Brazil. I come from Brazil, by the way, that's why I'm not speaking German. And we have a really big free software community there and many hacker spaces that I still keep contact and we still exchange a lot of information. And we're also starting for next year a web radio project that we can maybe even share the podcast in our web radio in the future. Cool. That's something cool. For later. Mm-hmm. So yeah, that's the other side of our activities. We're still organizing internally. So I would guess it's also fine for expats to come to you because it's not necessary to speak German? Yes, totally. Yeah. Yes, totally. English would be fine. Yes, I am responsible for that. Just so you don't understand all the time he's talking. And how many people are there gathering usually? My English is not so good as that. It changes a lot, but it's from 5 to 10, 15 people we have every Tuesday, depends on the day. But yeah. You talked about you working on audio software. On which layer you are working? Is it a sound server or is it... GUI applications? I'm working in the mid layer. I'm not so much in the background development, despite I built some stuff with some friends, but I'm not a specialist. But I'm also producing music, so I try to stay in the bridge between the background thing and the final results. Mm-hmm. But yes, I'm working with basically now Pure Data and Bitwig now, new software that's... Yes, Bitwig I'm also using since 1 year around. It's cool. Quite satisfied too. I'm really happy about it. And the KX Studios tools. Of course, with Jack and all this stuff. Mm-hmm. But and I have a friend from Brazil that he's building some libraries for microcontrollers and to have like low latency kernels and do like building his own MIDI controllers. So he's transporting some MIDI libraries. So I'm also supporting him in this task because he's more deeper level than I am. Mm-hmm. But so I stay kind of in the bridge between the building the tools and actually making music. Yeah. Kind of in the middle of that. Interesting. On because I'm now thinking about it, I have a recommendation for a podcast, which is after several years active again. It's Chaos Radio Express. And the theme was the Linux system, and mainly it was a programmer who is responsible for systemd. But this programmer is also one of the founder members of Pulse Audio, the consumer servers on SoundStack. Yes, I know, it's controversial, this, but yeah. It's a very interesting podcast. I recommend it really to listen to because of the history of Pulse Audio. Cool. Okay, du bist noch neu dazu gekommen jetzt. Ja. Ist auch deine Rolle vom Zähler oder überhaupt über das Zähler? Ich weiß jetzt nicht, was du schon erzählt hast. Redundanz ist also super. Ich hier auf Deutsch passt. Oder? Ja, ja. Es ist also im Prinzip wie ein, das ist wahrscheinlich sicher schon gesagt worden, Bike Kitchen für Fahrräder. Also auch, Bike Kitchen für Computer mit vielen Ersatzteilen, Werkzeugen. Genau so. Und Leute, die sich so ein bisschen auskennen oder wissen, wo man was nachgucken kann. Mhm. Also das ist eben dieser Dienstagsverkehr eigentlich. Also wenn man nochmal hingehen kann, hey, ich habe hier ein Problem. Was kann man machen? Troubleshooting Tuesday, genau. Und ansonsten gibt es immer wieder Workshops, eben den Audio Hacking Monday und sonst noch so Sachen. Ja. Und ich bin da ganz gern. Janni heiße ich. Weiß nicht, ob das wichtig ist. Ja. Ich weiß nicht, sonst wiederhole ich wahrscheinlich nur, was schon gesagt worden ist. Wie viele von euch wohnen jetzt im ehemals besetzten Ernst-Kiefer-Haus? Wie ist das jetzt überhaupt? Kann man da was dazu sagen?
Das ist ein autonomes Zentrum, ne, was einmal besetzt war. How many people living in Eka? From the It always depends who is part of the collective and who not. It's not so clear to you. Two at the moment. But me and Mikey. Then it's three. Three. Und habt ihr eben dann finanziellen Ehrgeiz sozusagen? Müsst ihr irgendwelche Mietzahlungen machen oder kollektive Kassen befüllen mit eurer Tätigkeit oder dürft ihr einfach so das aus Spaß machen oder habt ihr einen politischen Auftrag, dass ihr da irgendwie eine Art Weiterbildungsauftrag habt oder sozusagen steht ihr unter irgendeinem Druck, etwas Bestimmtes zu tun oder dürft ihr da einfach nur so, ich mache jetzt mein Ding? Naja, also wir dürfen nur in Schwarz kommen. Nur schwarze Kleidung anziehen und alles schwarze Kapuzenpullis. Aber ein ansonsten. Bisschen dogmatisch, aber. Ja. Nein, wir können. Du bist jetzt in der Freizeit, ne? Du hast ich komme gerade vom Arbeiten. Nein, wir zahlen Betriebskosten, also. Mhm. Also, weil wir schon ein bisschen Strom verbrauchen, so. Heizkosten nicht wirklich, weil die wir heizen selber. Aber ansonsten nutzen wir den Raum kostenlos. Also, das wegen deiner Frage mit den Kosten. Also, auch fürs Internet müsst ihr jetzt nichts zahlen, oder? Nein. Kunden haben es nicht. Wir zahlen, ich weiß gar nicht, wie viel wir zahlen. Aber wir zahlen irgendwie eine kleine Menge. In einen gewissen Topf hinein. Ja, ja. Und ihr kriegt jetzt aber keine Vorgaben, dass ihr da so viel frei. Demo-Fußvolk oder so rekrutieren sollt. Nein, wir sind eine autonome Zelle. Okay. Das heißt, im Prinzip habt ihr eigentlich einen sehr geschützten Bereich. Sitzen oder sehr geschützt. Man muss doch mindestens 4 Türen mit Schlüssel durch. Falls die reaktionären Horden kommen oder. Es ist halt im EKH. Ja. Und da ist halt gibt's halt verschiedenste Türen, die halt zugesperrt sind. Mhm. Wir hatten eine ganz tolle Klinge, die hat Tomboy gebaut gehabt. Tombot, Entschuldigung. Ich würde böse, wenn das hört. Aber die hat uns die wieder geklaut. Und unser Handy, das wir ziemlich lang hatten, wo wir hatten das Schild unten hängen, anrufen, wenn man vor der Tür steht und nicht reinkommt, da ist uns jetzt gerade die SIM-Karte abgelaufen. Das heißt, es gibt momentan. Also das Zählab-Handy. Ja, also genau. Okay. Aber das wird sich bis morgen sich erklären lassen. Wenn man jetzt spontan das Zählab besuchen will, sagen wir um 3 in der Früh oder 4 Uhr am Nachmittag, wen tut man da am besten vorher kontaktieren, ob überhaupt offen ist? Das Zählab? Per E-Mail? Eine Idee ist eigentlich, dass einfach so ein Java-Server läuft, der online ist, wenn wer da ist und man einfach vorher schaut per Java. Und den gibt es schon, oder? Den gibt es schon. Ja. Und eigentlich läuft das auch so. Also man chattet sozusagen an, ist jemand da, kann ich hinein. Aber eigentlich kommen die meisten Leute am Dienstag ab 5 bis irgendwann in die Nacht. Also ihr habt sozusagen einen Schuh-Fix. Ja. Ja. Und okay, irgendwann werdet ihr einen 24-Hour-Hackerspace werden. Wenn der Karriere jetzt packt. Wenn wir mehr Leute werden oder die Leute, die nicht im EKH wohnen, aus ihren Wohnungen fliegen und irgendwas brauchen, wo sie unterkommen können, dann könnte es so werden, ja. Du sprichst da was sehr Interessantes an, was ja auch andere Hackerspaces wie das MetaLab haben. Wie geht es hier mit Leuten um oder wie sehr habt ihr das Problem, dass gewisse Leute dorthin gehen, jetzt nicht so sehr, weil sie unbedingt was hacken wollen, oder sondern einfach nur, weil sie ganz physikalisch an Ort brauchen, weil sie jetzt gerade obdachlos sind? Also inwieweit seid ihr befüllt mit Sandlern, die ihr nicht unbedingt da haben wollt? Um das jetzt ganz grob auszudrücken. Überhaupt nicht. Noch gar nicht. Noch gar nicht. Mhm. Eine Einladung. Ist eine Einladung. Also das ist ein allgemeines Phänomen. Ja, na. Wäre interessant, wie viele Sandler hören Podcasts? Tja. Und wissen das jetzt. Und hören euren Podcast. Vom Namen her passt man. Okay, ja. Das heißt, ihr seid noch unterbewohnt oder unterbesiedelt, eure Räume? Also wir bieten den Raum schon noch so irgendwie an, wenn andere Gruppen den verwenden wollen für einen Plenumsraum oder wenn sie halt irgendwie einen Rückzugsort brauchen, der Internet hat und der irgendwie halt so ein geschützter Raum ist für irgendwie eine Zeit, dann geben wir den schon noch gerne her. Mhm. Weil es ist ja irgendwie auch, es wäre besser, wenn er öfter... Okay, aber ihr habt jetzt keinen Dienst, wo ihr zum Beispiel Flüchtlinge vom Westbahnhof abholt und dort Internet surfen lässt oder wo überhaupt irgendwelche Leute sagen, sie brauchen einen Schlafplatz und sagen dann, bei euch ist der Computerraum frei, kann ich nicht da und tun dann ihre Spaghetti dort kochen. Naja, das ist ein Zimmer nebenan. Das ist ein Zimmer nebenan. Okay.
da haben wir auch so eine kleine Surfstation und WLAN Access Point aufgebaut. Mit also, dass du beim Kochen surfen kannst du nicht. Es ja. Okay, okay. Ist so der Aufenthaltsraum, der so angeboten wird vom Haus. Für Leute vom Westbahnhof. Da haben wir sowas aufgebaut zum Beispiel. Sehr gut, ja. Habt ihr Pläne für die Zukunft oder seid ihr eigentlich ganz zufrieden, wie es läuft? Es wäre cool, wenn wir ein bisschen mehr Leute wären und das Ganze ein bisschen mehr befüllen können. Mehr Spenden. Ja. Interessanter Punkt, ihr sammelt Spenden auch für euren Raum? Naja, also Sachspenden vor allem. Geld natürlich auch. Inwiefern werdet ihr schon überhäuft mit alter Hardware? Ich habe da einen Drucker von 1970, der nicht mehr geht, und ihr könnt das sicher nehmen. Kein Drucker. Ja, der Drucker haben wir viel zu viele und niemand muss ihn. Obwohl sie funktioniert. Also wir haben jetzt mal vor 2-3 Wochen oder so einen Tag einen normalen Dienstag verwendet, um einfach mal die Drucker zu zerstören. Cool, was habt ihr aus den Druckern dann gemacht? Noch nichts, wir haben einfach die ganzen Motoren mal rausgeholt, ja. Die Sachen, die interessant ausgeschaut haben, haben noch keinen wirklichen Plan. Wir haben auch noch mindestens 8 Drucker, also das mangelt nichts an. Wenn ihr keine Drucker wollt, was wollt ihr denn? Naja, modernere Hardware, oder? Mit denen man wirklich Computer bauen kann, die man irgendwie spenden kann und Projekte, die Computer brauchen. Also wir haben zum Beispiel beim Refugee Camp vor 2 Jahren haben wir so 3 oder 4 Rechner hingestellt und Bildschirme. Ja. Und das ist auch voll verwendet worden. Das hat super funktioniert. Für solche Sachen, würde ich sagen. Oder Leute, die es sich einfach nicht leisten können. Ja. Das heißt, man kann es sozusagen als Zwischenlager für noch funktionsfähige Hardware verwenden und ihr lasst es dann sozialen Projekten zukommen, die eine Surfstation brauchen. Oder? Die können sich melden oder ja, wenn wir drauf kommen. Voll. Beziehungsweise ihr seid ja auch per Definition selbst ein soziales Projekt irgendwie, ne? Für die EKH-Teamleute. Nicht? Kann man schon so sehen, vielleicht. Ja. Hängt da die Bourgeoisie-Jugend ab mit den. Also. Du bist nicht so auf dem EKH, oder? Nein. Ja. Das war jetzt die rhetorische Frage. Also bei uns nicht so. Also wir haben jetzt auch vor 2 Wochen zum Beispiel, also genau, es kann sein, dass wenn wir Hardware-Spenden kriegen, vielleicht geht auch was kaputt, so, weil schon auch die Idee ist, da einen niederschwelligen Zugang für alle Leute, die sich auch gar nicht auskennen und nie irgendwie einen Prozessor in der Hand hätten. Ist jetzt DAO-freundlich. Ja, also wir haben jetzt vor 2 Wochen einen Workshop angefangen, eben, was ist in einem Computer drin, also unsere Bandbreite ist irgendwie so von also das ist aber auch der Anspruch. Ja, du nimmst die Arme sehr weit auseinander. Ja, ja, aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Okay, ja. Ja. Cool, ja. Das heißt, um das zusammenzufassen, also es gibt euch jeden Dienstag fix im Ernst-Kirchweger Haus und ihr würdet euch freuen, sowohl über Mitstreiter als auch über Hardware-Spenden oder sonstige Spenden. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ja, der Eventual Workshops, too. Oh yeah, we forgot those. Yeah, please. Yeah. We have eventual workshops, like last month we had an open layout workshop, like laying out with Scribus and GIMP, and sometimes we have like workshops about encryption. Soon we will have a hypercycle workshop next month, I think. We're organizing that. We don't know the date yet, but it will be in the blog. And the hypercycle. The blog address is clab.noblogs.org. clab.noblogs.org. .org. Okay. Und der ist ein Public Calendar? Clab. Yes, we have a public calendar and we have a log of what happens there. When we're there. Past events, so I of everything that happens on Tuesday, we log it. Like but today. Like just start entries or something. Just started it. Like 3 per Tuesday. Like we fix this computer, we organize that, we have the plenum. I want a log. We have a log of what we do. And I don't really like it, but we're lucky that we have somebody that does it. But yeah, okay, we have this log thing. So we have the workshops in the blog, the dates. And the next Soli party will be on the 12th of February. We'll be also in the blog soon. But yeah, and this Hypercycle workshop, I don't know if you know Hypercycle, they have this project with, they use bicycles and the dynamo to the electric current generated by the bicycle modulates some audio and they make this live music while one guy is biking on the static bike, but
It's a really yeah, crazy project. You have to see it. You have to see it. Yeah, you can see it. But it's like an autonomous sound system. Yeah, it's like a DIY crazy sound system, okay, very experimental noise stuff with the guy riding the bike and modulating what the other one is. What one takes the electricity coming out of the bike and modulates. So we're going to have a workshop with them really soon. I think next month it will be on the blog. So yeah, we have these eventual workshops too. Maybe next year one Blender workshop intro. Cool. Friends. So like we are organizing eventual workshops. Still on Tuesday, we're kind of overloading our Tuesday. And soon I think we will spread with four more days of the week. But yeah, that it depends on you. Come join us and help us open more days of the week. Special question, you have anything for young people, also like students or the children or teens? Yeah, tomorrow. And 2 weeks ago. This workshop with what is hardware and how is a computer built and ja. Auf Deutsch reden. Ja. Und ja. Wie sieht er von innen aus und wie funktioniert er? Das mache ich mit zwei 11- und 12-jährigen Mädels und noch einer Freundin von meiner Ex-Frau. Ja. Okay. Ja, voll. Also ihr macht es auch durchaus was für Kinder. Ja, ja, also wir sind auch offen für Ideen eigentlich. Also so voll. So yeah, it's like eventual things happening like this. We don't have a fixed schedule, but we have a very diverse action field that's a bit chaotic, but that's how we organize our lives. Do I get that right? If someone has a special project in mind but no space to totally make it like want my own remote controlled killer drone or something, can I try to make it in your Yeah, we're totally open for that. Especially killer drones. No killer bots, but killer drones. But yes, we're totally open for that. And also in the audio hacking day, that it was Monday, but we don't know. We will have it on the blog when we have another fixed date for the audio day. It's all totally open for projects, and it's one of our mottos, like, hey, come bring your projects and let's do it together. Okay, great. I propose we let the other people talk Please. A bit and then we come back to you if you want to chip in with some interesting point you do. Okay, wir haben nämlich inzwischen einen neuen Gast, den, wie heißt dieser Mann, den kenne ich nicht. Ja, ich bin der Harald. Kennst du mich schon? Der war vor Jahrzehnten mal da. Wie geht's, Harald? Hast du Dinge mitgebracht? Hast du uns mitgebracht? Ja, genau. Ja, ich habe viele Dinge mitgebracht. Und zwar ist ja nächste Woche in Dornbirn der Linux-Tag. Am Samstag eigentlich. Und da wird der Florian hinfahren. Und noch jemand? Ja, und einige Dinge herzeigen. Ja. Und zwar hat so ein Florian was mitgebracht, dass es dann was herzeigen kann. Harald packt Unmengen von Schatten aus seinem Sackerl aus. Ja, fangen wir dann an. Wir machen jetzt die Unboxing auf Harald. Ja. Also da haben wir eine Steckdose gebaut, die sich über IPv6 steuern lässt, okay. Die sehr wenig Strom braucht. Eine Steckdose, die wenig Strom braucht. Ja, das klingt jetzt lustig. Die Steckdose hat nämlich Elektronik drin. Lässt sich dann also fern ausschalten? Ja, genau. Und einschalten. Über WLAN oder über Power? Naja, über 6LoWPAN. Ah, okay. Es gibt auf 2,4 GHz oder eben es gibt drei Grundarten zu kommunizieren von der IEEE. Das eine nennt sich WLAN. Das kennt, glaube ich, die meisten Leute. Und zu jeder dieser Normen oder dieser Bezeichnungen gibt es IEEE-Normen. Ja, das sind von Amerika kommen die. Und die beschreiben, wie man ein Bit überträgt und wie man einen Frame überträgt. Im ISO-Modell heißt das Layer 1 und Layer 2. Und der Rest kann man machen, was man will. Und darauf aufbauend gibt es ein WLAN mit den verschiedenen Buchstaben. Und dann gibt es auch Bluetooth, das werden einige kennen, das ist in diesen Handys eingebaut auch. Wurde eigentlich entwickelt, um die Peripherie über Funk zu erweitern. Das ist zum Beispiel 802.15.1. WLAN ist 802.11.
Das sind diese IEEE-Normen. Und dann gibt es noch was Drittes, das heißt 802.15.4. Das ist dazu gedacht, um industriellen Funk über IP zu ermöglichen. Das gibt es auf ganz vielen Frequenzen. Und wir verwenden dazu ein Modul, das ziemlich klein ist und das ganz wenig Strom braucht, und sein Modul ist da auch drin. Also ganz wenig Strom heißt, dass das Modul ist online mit zwei kleinen Batterien, also mit zwei A-Zellen über ein Jahr. Also 1,4 Jahre ganz genau, wenn es. Also er hat jetzt gerade die Schachtel gezeigt, es ist eine ziemlich große Schachtel und da drin war dann ein ganz, ganz kleiner Chip und zwei relativ große Batterien, also es sind AAA-Batterien, glaube ich, sind das. Da sind AAA-Zellen drin, die sich über den Housing-Chip mit der Solarzelle versorgen und die werden nie leer. Solarzelle ist neu. RFID ist auch IEEE. Da gibt es auch einen. Das ist eine ISO-Norm, ISO 14443 und so weiter. Das ist auch nicht Funk. Ich rede jetzt von Funknormen. Alle Funknormen sind mit IEEE. Was haben wir noch? Da haben wir einen Lichtaktor. Das sind zwei Mitnummern. Wozu ist das gut? Da zerlegt man sich einen Lichtschalter, klemmt ihn ab, klemmt ihn an eine Leiste wieder an, baut ihn wieder ein und dann ist der Lichtschalter IP-fähig. Verbraucht er dann auch Strom, ja? Der verbraucht dann auch Strom. Also ein normaler Lichtschalter verbraucht eigentlich keinen Strom mehr. Oder nicht wirklich messbar. Verbraucht natürlich schon Strom, aber das ist dann eher philosophisch. Sobald dann Elektronik drin ist, verbraucht der Strom. Und da ist eben ein getaktetes kleines Netzteil drauf mit zwei Octo-Triacs, die das schalten, und da hinten ist wieder das Blechkastel. Das heißt, du hast so einen Six-Loop-anfähigen Lichtschalter. Ja, genau. Lichtschalter. Mhm. Und die Sachen, die wir bauen, ist Open Hardware. Das heißt, die kann man auch nachbauen, wenn man möchte. Habt ihr die schon im Angebot aktiv jetzt, diese? Naja, die bauen wir jetzt wieder in einer Serie. Okay. Dann gibt es. Dann sieht man hier so einen Experimentieraufbau. Das ist. Da ist ein USB-Serial-Adapter an so einem Mikrocontroller-Board angehängt, wieder an so einem Merkur-Board, das eben 802.15.4 sendet. Mit einem Groove-Kabel, das sind so weiße Stecker mit Sensoren. Und warum verwenden wir die? Wir verwenden die Groove-Sensoren, weil sie sehr günstig sind. Die sind auch Open Hardware, Open Source, wir haben in China gefertigt, die Groove-Sensoren. Und da gibt es schon über 170 verschiedene. Und das Günstige ist, wenn man damit experimentiert, das kostet. Solche Sensoren kosten zwischen 2 und 15 Dollar, je nachdem, was sie können. Und die Sensoren selber bauen, zahlt sich fast nicht aus. Deswegen haben wir auf unserem Merkur-Board solche Stecker drauf getan, wo man diese Sensoren einfach anstecken kann, um zu experimentieren. Da muss man sich nämlich nicht die Finger verbrennen mit Lötkolben. Das Groove, das du genannt hast, ist der Hersteller oder ein Standard? Groove ist der Hersteller, der auch diesen Stecker entworfen hat. Das ist ein kleiner weißer Stecker mit vier Pins. Sieht aus wie die von den Lüftern. Fast. So ähnlich, ja. Also vier Pins haben sie deswegen, Plus und Ground. Und dann die zwei Pins sind verschieden belegt, also entweder I²C oder Serial-Schnittstelle oder digital oder analog. Und je nachdem gibt es eben auch so Sensoren mit verschiedenen Schnittstellen. Da sieht man dann noch ein Flachbandkabel, da ist der Programmer drauf, die kann man dann abziehen. Das Groove-System selbst ist nicht Open Hardware? Das ist Open Hardware. Ah, ist schon Open Hardware, okay. Auch der Stecker ist Open Hardware. Wer will, kann sich ihn selber spritzen mit einer Spritzgussmaschine. Hätte ich das denn wollen. Das nächste, was ich mitgenommen habe, ist ein Shield für ein Raspberry Pi oder für alle kompatible Computer, die so eine doppelreihige Steckerleiste haben. Das entspricht einer Netzwerkkarte für 802.15.4, also die steckt man rein. Dann wird es im Linux als Netzwerkkarte gemountet und man sieht es unter Tune 0, als Tunneling Interface 0 Netzwerkkarte, die IPv6 spricht. Und mit dieser Netzwerkkarte kann man eben diese Geräte, die ich gerade beschrieben habe, dann über IPv6 erreichen. Okay, man braucht dieses Gegenstück. Ja. Man kann nicht einfach so die IPv6-Adresse, wenn man sie weiß. Kannst du nicht verwenden, weil du musst irgendwie von dem Funk in dein Netzwerk kommen. Das ist richtig, ja. Da es kein WLAN ist, sondern was anderes, dann muss man sich's momentan selber bauen, weil es gibt zwar sowas schon auch zum Kaufen, aber nur sehr homöopathisch.
Was ist die Reichweite von dem Funknetz? Oder hast du das schon? Zwei Wände. Zwei Wände. Maximal. Die Luft dämpft wenig und die Mauer dämpft sehr viel. Ja? Deswegen ist es eigentlich irrelevant, ob der Raum jetzt 2 Meter oder 5 Meter lang ist. Das spielt keine Rolle, sondern eher die Mauer dämpft. Typische Wiener, tragende Wände oder geht es da nicht mehr durch? Naja, im Altbau gibt es maximal 2 Wände. Achso, also Altbau 2 Wände. Bei Gipskarton kommt es von der Feuchtigkeit. Nicht zwischen 2 Wänden, sondern durch 2 Wände, ja. Maximal. Und das hat ja auch den Vorteil, man kann auch über mehrere Sachen springen. Ja. Das heißt, wenn es mehr Wände vorbei sind, dazwischen gibt es einen Lichtschalter, der das kann, kann man über den zum nächsten gehen. Das Binder-Mapping-Netzwerk. Das machen die selber. Ein vermarschtes Netzwerk von selber. Okay, gut. Das mit einem eigenen Routing-Protokoll, das nennt sich RPL-Routing. Das ist mit vielen Firmen zusammengelegt worden über die ETF, damit man eben Strom spart auf dem Routing. Dann haben wir da einen kleinen Sensor. Der ist weiß und sechseckig und hat einen Stöpsel. Ist im Prinzip eine Wetterstation mit einer Antenne, die man im Wald verteilen kann. Das lockt dann Daten wieder in einen Speicher und wenn man in der Nähe ist mit einem Sixlabana-Router oder eben einem Laptop mit Stick, verbindet sich das mit einem Computer und kann alle, man kann dann alle Daten absaugen vom gesamten Netz. Aber der hat eine Batterie oder wie? Der hat eine Batterie. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Batterie. Das ist eine 4123. Das ist eine Fotobatterie, ne? Ja. Und die Knoten gehen über ein Jahr und die schlafen zwischendurch und messen die Daten links in einem Speicher ab. Wenn man mit einem Laptop hinkommt, kann man sich damit im Netzwerk verbinden und dann die Daten absaugen von den Speichern. Mhm. Besten Flora gibt es dann in die Schachtel, oder nimmt es dann mit. Dann habe ich noch was mit. Wieder einen Aufbau mit einem Groove-Modul. Und zwar, wenn man Lichterketten steuern will, kann man eben wieder so ein Merkur Board nehmen mit Groove-Modulen und dann gibt es von Seed Studio so einen Lichtketten-Ansteuer-Hardware, die man kaskadieren kann. Also daran kann man wieder eine hängen, dann kann man 2 Lichterketten steuern. Und wir werden mit einem Netzwerk versorgt und sind dann über IPv6 verbunden. Und da sieht man auch, dass man das ohne Löten nur mit Schraubenzieher zusammenstoppeln kann. Da kann man beliebig die einzelnen Lichter dann konfigurieren, also Stärke, Rhythmus und solche Geschichten. Genau. Genau. Und das, aber ist monochrom, also es ist eine Farbe. Okay. RGB. Ah, okay, ja genau, jetzt wie gesagt, okay, das ist echt. Nur die einzelnen, ich kann es nicht einzeln anstellen, sondern nur das ganze R, das B und das W. Ah, okay, das sind einzelne Lichter, also die drei Farben. Also R, G, B, ja, die drei Farben. Okay. Ich habe ein Relais-Board gebaut. Also im Prinzip. Aber das ist bei der dritten Schachtel. Das hat irgendwie was von. Das mit den vielen Relais, ja. Das kann man wieder relativ günstig kaufen. Das kann man gesellig nicht bauen, das Relaisboard. Dazu haben wir einen Aufsatz wieder gebaut, der hinten drauf steckt, der wieder diese Groove-Stecker hat. Da kann man jetzt über wieder das Merkur-Board, da kann man wieder über IPv6 die Relais steuern. Ja. Mit einem Relais kann ich dann noch stärkere Ströme schalten, also dann eine Aufzugsteuerung oder was kann ich da genau, ja. Die Relais schaffen 240 Volt und 10 Ampere. Das heißt, damit könnte ich sozusagen einen so einen Spider-Roboter machen, der mit so ganz schweren Elektromotoren so herumgeht. Ja, da kann ich auch ein paar, wo du drin sitzt und der herumgeht, so stark sind die Relais. Ja. Das sind 2, das rechne ich gerade richtig, 2,4 240 Volt. 2400 Kilowatt. Pro Relais, ja, das heißt, man könnte damit schon Herz fernsteuern. Ja, das ist ein eigener elektrischer Stuhl. Ja, man kann auch elektrische Schüler bauen, aber das sind nicht so innen ist. Ja. Und dann gibt es eben diese Groove-Stecker wieder drauf. Und wenn jetzt jemand sagt, ich baue mir eine
Solaranlagensteuerung, wo ich mit den Relais meine Pumpen steuere für mein Warmwasser in den Solaranlagen, kann man dann an den Weißstecker die Sensoren anhängen und dann programmieren, wenn der Sensor heißer wie der ist, dann geht das Relais 1 an. Dann hat man eine Solarsteuerung. Wie viel kostet so ein Relais? Das Relais... Also oder so, wie viel das Ganze? Ja, man kann dann, jetzt egal was man jetzt hernimmt, ja, kostet ungefähr 50 Euro. Okay. Weil da ist zum Beispiel Nässe dabei, ja, ja, das Relaisboard und das, die letzte gibt es dabei, das nächste und so. Und also alles kostet ungefähr 50 Euro. Und könnt ihr auch mehr Relais steuern oder ist das aufgrund der Pins ist das Maximum, diese 8 Relais? Die 8 Relais sind das Maximum, es gibt auch die Platine mit 4 Relais. Mhm. Dann hat man einen Jumper, der steckt rum, dann ist es 4 Relais. Aber wenn ich sozusagen 2x8 Relais schalten will, brauche ich 2 Mikrobots. Dann musst du das Ganze mal 2 nehmen. Ne? Mhm. Okay. Sache. Das kannst du dir sagen. Okay. Dann habe ich noch was mit. Noch was. Das ist ein schwarzes Kästchen. Da ist ein Rechner drin, ein Linux-Rechner. Und das Olimex-Board, oder? Das ist das Olimex-Board, ja. Da gibt es verschiedene Innenleben davon. Das Olimex-Board ist so etwas ähnliches wie ein Raspberry oder ein Bananapai. Der Unterschied ist, dass es echte Open Hardware ist, wo man alle Pläne kriegt und sie auch versucht haben, Chips zu verwenden, wo die Datenblätter bekannt sind, auch über das Innenleben. Wird von einer bulgarischen Firma, ja, bulgarischen Firma erzeugt, wo man auch alle Produktionsdaten bekommt. Ich meine, das nachzubauen zahlt sich für uns da wahrscheinlich nicht so aus, weil so ein Board kostet ungefähr 30 bis 40 Dollar, Euro. Der Prozessor, wie viel kostet das? Ist nur ein Chip? Ein paar Dollar im Monat. Der kostet momentan ein paar Dollar. Ja. Und warum ist das Olimex-Board interessant? Es ist das kleine wie ein Raspberry, dann ist es industrietauglich, das heißt, die USB-Ports kann man wirklich abdrehen. Dann ist es Notstrom versorgt, das heißt, hier kann man einen Lipo-Akku anstecken. Der wird dann auch geladen. Dann hat es einen SATA-Anschluss für Festplatten. Einen HDMI-Ausgang hat es. Ja, und ein paar USB. Und auch einen Strom für eine SATA-Platte. Und Strom für SATA-Platte. 2,5er Platte kann man ohne Problem anstecken. Für die SATA-Platte. Über was ist das dann, der Strom? Bitte? Das hat Netzteil, oder? Das ist auch ein Rundstecker, ein Wohlstecker für Netzteil. Stecker. Daneben ist ein Stecker für Lipo-Akkus. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, rennt der Rechner weiter. Und das kann man dann zu einem Edge-Router wieder machen, also zu einem Router, der eben dieses Sixlopan redet. Mhm. Wie ist das nochmal? Sixlopan. Da haben wir solche kleine Sticks gebaut. Da ist im Prinzip das Merkur-Board mit einem USB-Serial-Wand in einem, mit einem USB-Stecker, wo man das von direkt anstecken kann. Da haben wir aber die Antenne und das. Das ist dann der Sixlopan-Edge-Router. Und dann kann man das ganze System in Betrieb nehmen. Das Interessante ist bei der Olimex, man kann dann da noch einen Stick anstecken, so einen GSM-Stick zum Beispiel. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann kann man sich über das GMS-Netz schicken, der Strom ist ausgefallen, weil man den Rechner ja Notstrom versorgen kann. Das könnte ich mir ja nicht schicken, dass der Strom ausfällt. Das ist interessant, wenn man irgendwo nicht ist. Angenommen, ich habe jetzt mein Haus ganz smart gemacht mit diesen Strom. Steckern und so. Und dann kommt jemand mit einem Laptop vorbei, wo so ein Stick drin steht. Dann kann der damit machen, was er will, oder gibt es noch irgendwie eine Sicherheit? Naja, machen, was er will. Das ist so wie beim richtigen Computer. Ja. IPv6 kann Security, also es gibt IPv6 Security. Ja. Dann hast du eben. Brauchst du Keys mit Zertifikaten? Ja, also das geht schon auch auf den kleinen Geräten. Das geht auf die kleinen, oder man kann TTLS fahren. Okay, das wollte ich nur fragen. Wo man da seine Application Layers verschlüsseln kann. Wir reden da kein HTTP drüber wie beim Browsen, sondern das nennt sich Core-Protokoll. Das ist so wie RESTful Services, nur über UDP. Das hat den Vorteil, dass man eben weniger Pakete braucht. Also TCP ist ein Dreiweg-Handshake, was relativ viele Daten verbraucht. Und UDP geht nur in eine Richtung. Und damit man trotzdem übertragen kann, gesichert, gibt es eben das Core-Protokoll.
was für Haustechnik entwickelt wurde von der ETF wieder, also wieder frei von Patenten. Es gibt also ziemlich viele Implementierungen in jeder Programmiersprache, nennt sich GoAP. Was habe ich noch? Soll ich vielleicht noch was über die Software-Seite kurz erwähnen? Ja, genau. Für das Olimex im Grunde, wir lassen ein normales Debian laufen. Also wir entwickeln gerade die Sarbox V2. Ist im Grunde ein Default ARM Debian ohne irgendwelche Spezialbausachen wie beim Raspberry, wo dann irgendwie Pakete extra gebaut werden mussten, man Raspbian verwenden musste und ähnliche Sachen. Das Einzige, was wir anpassen, ist der Kernel. Nachdem Debian Stable einen älteren Kernel verwendet, haben wir uns selbst einen Kernel dazu gebaut mit Hardware-Support für uns. Wir bauen gerade ein Debian-Repo dafür auf, dass man einfach Updates direkt über Apt kriegt. Und so Dinge wie Tanzlib, um mit dem USB-Stick zu reden über die Funkwolke. Und das Endziel wäre im Endeffekt, man steckt den Stick an, gibt das irgendwo hin, es verbindet sich automatisch und das Gerät selbst meldet sich auch bei allen Rechnern und sagt, ich bin hier, ich kann IPv6, die Router gibt es über mich und man kann direkt einfach nur Plug and Play in das Netzwerk rein. Ja, und dann kann man sich überlegen, ob man noch ein schönes Webinterface dazu reinhaut und seinen Wohnungsplan hat und dann sagt Licht ein, Licht aus, so ist die Temperatur in dem Raum. Wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es im Internet dazu verschiedene Seiten von uns. Das eine liegt auf GitHub. Also GitHub, wenn ihr sucht auf GitHub Abstand OS Domotics, dann findet ihr die ganzen Repositories von uns. Auch die Sarbox, von dem der Florian dort gesprochen hat. Dann gibt es dort auch ein Smart Sarah Verzeichnis. Dort kann man sich dann über Install-Skripte verschiedene Dienste installieren. Zum Beispiel Node-RED, um zu experimentieren. Oder Lean WebKNX, um sich sein Smart Home System zu bauen. Und noch viele verschiedene andere Dinge. Oder eben OMD, Open Monitoring und Distribution, damit man eben auch seine Netze mit den Fühlern monitoren kann. Dann bemerkt man es, wenn was ausfällt, bevor es der User bemerkt. Ja. Also ein Monitoring-Programm ist einfach zu da, um Computernetzwerke zu überprüfen, ob sie funktionieren. Und auch die Sensoren und die Aktoren, die ich da jetzt vorgestellt habe, lassen sich monitoren. Dazu haben wir Plugins geschrieben, die eben GoAP benutzen, um gemonitort zu werden. Das kann nämlich Nagis normalerweise nicht. Und das zweite gibt es ein Wiki dazu, das heißt wiki.osdomotics.com. Dort findet ihr dann mit Bild und Text die verschiedenen Dinge. Wer sich's anschauen will, fahrt am besten ins nahegelegene Dornbirn am Samstag von wie viel Uhr? 8, 9, ich glaube bis 18 Uhr circa. Zum Linux-Tag Dornbirn. Linux Day, glaube ich. Linux Day. Der offizielle Name. Dort haben wir auch einen Stand, wo man das Ganze dann bestaunen kann. Wer mehr darüber wissen will, wir machen meistens Workshops, das ist meistens immer wieder Workshops drüber. Da geht es am besten auf Meetup, IoT-Wiener. Dort seht ihr dann die Termine. Oder auf www.iot-austria.com. .at, ich glaube, .com haben wir auch. Okay, danke halt. Lass mal die anderen noch mal reden. So wie ich. Ich passe. Aber ich denke, es sind viele da, die noch nicht zu Wort gekommen sind. Vielleicht waren wir ja probieren, ein kleines Thema machen, weil wir dann viele Leute haben, das Thema wieder machen. Dann werfe ich einen Termin rein, einen kleinen. Ich habe gefunden, ein Event in Wien, das für einige interessant sein könnte in der nächsten Zeit. Am 21. November 2015 gibt es in der TU eine Konferenz für Entwickler, das sogenannte DevFest. Gibt auch entsprechende Webseite dazu, devfest.at, findet man dann auch in den Shownotes. Ist bereits angekündigt, wer welche Vorträge dort hält. Einfach auf die Webseite schauen und falls gefällt, hingehen. Und das ist für Programmierer? Oder? Das ist prinzipiell für Programmierer, es ist aber nicht sehr programmierlastig. Also was ich mir angeschaut habe, ist es ein sehr bunter Mischmasch an Themen. So ein noob-freundlicher als
würde ich meinen, zumindest eben auch Metathemen, also die ganze, okay, die Programmierwelt entdeckt langsam aber sicher, dass sie auch eine soziale Komponente jenseits immer jenseits des Codes auch immer dabei hat. Okay, und du wirst dort sein? Das weiß ich noch nicht genau, aber gut möglich. Okay. Du hast aber noch keinen Talk eingereicht? Nein, die Talks sind schon fix. Die sind, okay. Also das Programm findet man schon dort auf der Webseite. Da bin ich viel zu spät. Defest.at. Ich kann einstreuen, dass ich gerade versuche, einen Kalender für Wien zu führen über Veranstaltungen in der Nerd-Szene und Kurse zu finden unter spielenprogrammieren.de/blog. Eigentlich ist das doch ein Audio-Thema, oder? Wenn man schon Audio hat. Ja, also ich habe eigentlich zwei Audio-Themen. Ja. Einmal für PewData. Ich habe eine interessante Sache gefunden, und zwar ein Patch, um x-beliebige Human Interface Devices als Device für PewData zu verwenden. Man kann damit dann zum Schluss sogar den Xbox-Controller als Input-Device für PewData benutzen. Wow. Kannst du kurz erklären, was ist ein PewData? PewData ist eine grafische Programmiersprache. Wir hatten es jetzt eigentlich auch schon, dass da Vorträge im C-Web zu stattfinden. Genau, das kann man gleich machen. Ja. Wir machen eine Xbox. Habt ihr auch einen Xbox-Controller? Ja. Yeah. Oh, wirklich? Wir haben uns sogar ein USB-Interface dran gelötet. I'm using a PS3 iCam camera from the PlayStation 3 for motion detection as an input for pure data to make sounds with the images. Ah, okay. So yes, this is nice. But this patch is very easy to use. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, das hat noch nicht mal eine C-Abhängigkeit, sondern es sind rein PewData. Ich habe es nur durch Zufall gefunden und selber nicht ausprobieren können, weil ich gar keinen Xbox-Controller habe. ich habe einen PlayStation 3-Controller, aber mit dem habe ich es noch nicht probiert. Und das zweite Thema, was mit Audio zu tun hat, ist, ich habe auch einen Internet-Radio-Wecker mal angefangen zu bauen für meine Freundin, also mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wir haben in diesem Fall ein Raspberry Pi verwendet und haben uns gedacht, naja, wie bedient man das ganze Ding? Haben uns umgeschaut, welche bestehenden Wecker gibt es überhaupt schon? Und meistens gibt es ein Drehrad und sie sind kompliziert zu bedienen. Wir wollten es so einfach wie möglich haben. Mhm. Und haben uns da entschlossen, zwei Drehregler anzubringen, die man gleichzeitig auch noch drücken kann. Das heißt also, drücken kann man sie wie ein Taster und drehen kann man sie wie bitte? Ja, nicht ganz, es ist mit Stufen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also auf jeden Fall wird Gray-Code verwendet, um zu erkennen, in welche Richtung man dreht und um wie viele Stellen man es verdreht hat. Mhm. Also Gray-Code funktioniert so. Im Gegensatz zum Binär-Code ändert sich beim Hochzählen immer ein Bit. Das heißt also, von 1 auf 2 ändert sich ein Bit, von 2 auf 3 nur ein Bit und so weiter und so fort. Im Gegensatz zum binären Code, wo sich von 3 auf 4 insgesamt 4 Bits ändern. Mhm. Auf diese Weise ist das besser zu erkennen, was sich verändert hat. Und über diesen Drehregler, was ziemlich kompliziert ist, was ich zum Schluss in C geschrieben habe extra, weil in einer Programmiersprache, die ja, also eine Skriptsprache, ist nicht schnell genug, um das zu erkennen und die ganzen Events aufzunehmen. Also das Ganze ist nicht einmal eventbasiert, weil es einfach nicht möglich ist. Das heißt, der Prozess läuft die ganze Zeit, verbraucht ca. 7% der CPU-Last. Um zu schauen, ob du gedreht hast. Genau. Ich habe schon eine Verbesserung, und zwar habe ich gesagt, okay, also die meiste Zeit dreht man nicht. Und wenn der erste Drehpunkt nicht ganz exakt ist, ist mir das auch wurscht. Mhm. Dann dreht man halt noch ein bisschen weiter. Okay, ich versuche einfach nur mal mit eventbasiert zu erkennen, jetzt hat sich überhaupt was verändert. Und dann anschließend für eine Minute lang sage ich, okay, jetzt drehe ich auf und jetzt gucke ich, ob sich was getan hat. Du könntest so eine Schutzhülle drüber bauen und der Computer merkt, ob man die öffnet.
Das mag man. Das ist auf der Hardware-Seite das perfekte User-Interface. Gaskuppeln und drunter so ein bisschen drehen. Interessante Idee, aber ja, ich glaube, deine Freundin würde dann Nein sagen. Okay. Kennst du die Useless-Box? Das ist selber auch schon. Müssen wir verlinken. Du könntest einen, Bewegungssensor im Raum reintun und den vorher montieren, weil sie muss ja die Hand zum Knopf bewegen, ne? Und der schlägt ja dann aus. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal meinen Standardspruch zu dem Thema. Man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dranhängen und wenn es zu schwer wird, leichte Musik spielen. Also es ist alles möglich, wir wollten es aber so einfach wie möglich haben und so günstig wie möglich. Mhm. Wir haben gleichzeitig noch zwei Displays dran, einmal für die Uhrzeit, ein ganz normales 4x7 Segment Anzeige und einmal eine Dot Matrix Anzeige, bei der man sogar die Hintergrundfarbe ändern kann. Das ist ganz nett, also ja, da kann man dann über die Farbe dann erkennen, wo man gerade ist sozusagen im Menü, ob man gerade die Uhrzeit einstellt oder ob man gerade Sender wechselt. Und jetzt kommt das Interessante, wir benutzen MPD hinten als Audio-Player. Der ist auch streamingfähig, das heißt man kann Streams damit abrufen und abspielen, okay, aber man kann auch umgekehrt streamen damit. Braucht dann noch zu Icecast oder sowas. Aber das beherrscht MPD auch. Mhm. Und, ja? Das heißt, also du kannst dann zu anderen Geräten hin streamen oder was bringt dir das, selber streamen können? Genau. Ja, das ist nur interessant, dass MPD kann. Wir okay benutzen es nicht. Ja. Aber man könnte es aber prinzipiell dafür verwenden, vielleicht andere Geräte anzusteuern und seinen Raum über die Räume zu verteilen. Das jetzt ja, das wäre durchaus möglich. Also sozusagen WLAN zu verwenden, um den ganzen anderen Geräte anzusteuern, ja, um das Audiosignal zu senden. Kann man ja, das nachbauen? Haben Sie das dokumentiert? Also es ist ziemlich simpel nachzubauen. Ich habe es noch nicht dokumentiert, aber im Prinzip sind das ziemlich einfache Schaltungen, die ich mal aufzeichnen könnte. Also ich würde es auf jeden Fall irgendwann mal dokumentieren. Welches Problem wir noch nicht beseitigt haben, ist, der Raspberry Pi ist, was Audioausgabe anbelangt, völlig unbrauchbar. Beide? Also eins und zwei? Ja, also... Wirklich? Ja, es am Anfang, wenn man das Gerät sozusagen, also wenn das Signal eingeschaltet wird, kommt erstmal ein Dirac-Stoß ähnliches Signal. Also das macht jegliche Boxen kaputt. Auf Dauer. Mhm. Würde ich nicht empfehlen zu verwenden. Ich habe mir mit MPD selber mal einen Player gebaut. Da habe ich eine externe USB-Soundkarte angeschlossen, die wesentlich größer ist als ein Raspberry Pi bereits. Und daran eine Stereoanlage. USB-Stick. No, it's a big box. It's a Phase 96. Okay. With USB 1.0. Oh, not 1.1. It's very old, but it's enough. Da eine Stereoanlage, die noch mal gigantisch viel größer ist. Aber über diese Verstärker-Schlange kann man dann wirklich von einem Raspberry Pi, welches dann von einem NAS die Audiodateien abspielt, ganz gut betreiben. Weil sie möchte nun streamen und eventuell ein Notfall-Audiosignal haben, damit sie das auch abspielen könnte. Ja, mit MPD, falls jemand wirklich MPD nicht kennt, Music Player Daemon. Es ist ein Daemon, der auf der Box läuft, auf einem Raspberry Pi. Ich empfehle da eher den Zweier, nicht den Einser zu nehmen. Mit dem Zweier kann man auch FLAC-Dateien wunderbar abspielen. Mit dem Einser kommt es zum Stocken. Also ist nicht so angenehm. Und der MPD selber hat keine grafische Oberfläche. Man kann x-beliebige grafische Oberflächen dafür verwenden. Es gibt ziemlich viele, es gibt webbasierte, es gibt Qt-basierte, GTK-basierte, Konsolen-basierte, alles Mögliche. Mhm. Und den MPD verwenden wir, um den Stream zu holen. Und über das Drehrädchen kann man den Sender wechseln. Und jetzt kommt das Interessante. Stefan hat letzte Woche davon erzählt, dass es ein bisschen dauert, bis der Stream abgespielt wird. Wir können am Oh, mein Essen ist da. Ja. Ihr habt euch kein Essen bestellt.
Nein, wir wollen alle dich beobachten beim Essen. Ja, ja. Ich rede aber noch zu Ende. Ja. Und muss mein Essen jetzt beschützen. Ja. Müssen wir schneller reden? Oder? Das Interessante ist, wenn man am Drehrad dreht, jedes Mal, wenn man sozusagen einen Klick spürt, wird ein Sender weitergeschaltet. Und man hört es dann auch sofort im Stream. Also es ist wirklich so, man dreht und hört wirklich, wie man die ganzen Streams durchgeht. Das ist wirklich audio-haptische Feedback, das du drehst. Ja, es ist cool. Also kein Lag drinnen. Es ist fast kein Lag drin. Also es ist wirklich innerhalb weniger als eine Sekunde. Also nicht, man hört es schon. Es ist wirklich Wahnsinn. MPD, ja. Man kann ihm einfach in die Playliste auch Streams hinzufügen und diese Streams geht man damit durch. Also, ja, es ist. Das klingt doch einfach, dass man das eigentlich auch podcastfähig macht, oder? Da müsste man nur sich was überlegen, dass man sich, dass man das MPD auf die richtigen MP3-Flap, was auch immer Dateien hinweist. Ja, das ginge tatsächlich. Was Podcast anbelangt, müsste man im Prinzip ein Skript noch zusätzlich schreiben, welches immer aktualisiert, welche Podcasts es gibt. Aber dann hätte man es tatsächlich drin. Also wir haben, meine Freundin hat schon scherzhaft gemeint, ja, ich kann ja dann zum Aufwecken einfach den Biertaucher-Podcast. Ja, perfekt. Ja, cool. Jetzt können wir all die Sachen erwähnen, wo sich der Dennis nicht wehren kann, weil er ja essen muss. Er hat das letzte Mal von einem Spiel berichtet, das Human Resource Machine, was ja doch ein ziemlich nerdiges Game ist, wo man quasi programmiert, um die Aufgaben zu erfolgen. Ich habe mich bemüht, ein noch nerdigeres zu finden. Bin natürlich prompt auf eins gestoßen, das nennt sich TIS 100. Theodor Ida Siegfried 100. Okay, ja. Link kommt wieder in die Shownotes. Und yeah. Die Tagline ist: It's the assembly language programming game you never asked for. Also es geht darum, dass man einen Computer, der mit Hilfe von ein Multiprozessorsystem, das mit Assembler-Code programmiert ist, aber fehlerhaft programmiert ist, die Fehler in diesem Code ausbessert on the fly, eine Debugging-Session da macht. Also, das ist eine Herausforderung, das ist ja dann die nächste Aufgabenstellung für dich, das ist das eine. Und das zweite, das dich auch betrifft. Challenge accepted. Gut. Und das zweite, das dich auch betrifft, ich war das letzte Mal ziemlich baff und war auch schon ein bisschen müde. Das eine ist, ein Erratum muss ich machen zu Vagrant. Ich habe behauptet, das hätte einen KVM-Provider, das stimmt nicht. Die Standard Hypervisor, mit denen es umgehen kann, ist VirtualBox, Hyper-V, also der Microsoft Hypervisor und VMware, aber immerhin drei Stück ist auch nicht schlecht. Aber was ganz wichtig ist, was ich in dem Zusammenhang gar nicht erwähnt habe, jetzt müssen wir den Horst in unserer Ruby-Community empfangen heißen, weil Vagrant ist ja in Ruby implementiert. Skript ist damit auch Ruby. Also kann ich nur sagen, willkommen und ich freue mich, dass du mit dabei bist. So offen sind die beiden Programmierer, spitze. Ich benutze eine Ruby-Umgebung, um meine Python-Sachen. Ganz genau. Ja. Aber Vagrant kann schon KVM über ein Plugin. Ja, über Plugin. Also ist nicht eingebaut. Aber es, ja. Okay. Sonst ist es kein Problem. Ja. Nur Thema, meine Herren. Die ursprüngliche Xen-Implementierung sah vor, dass die also hatte die UI in Python geschrieben. Xen hatte ich damals auf einem K6.3 laufen, was ursprünglich gar nicht unterstützt worden ist. Ich habe nur herausgefunden, woran es lag und habe ein Patch für den Kernel geschrieben und daraufhin lief Xen auch auf einem K6.3. Es lief ursprünglich nur auf einem K7. Aber das Witzige war, dass Python hat so viel RAM verbraucht und so viel Prozessorleistung, dass es unmöglich war, das Ding zu bedienen. Der alte Mann redet wieder vom Krieg. Ja. War never changes. Ich werf noch was ein aus den alten Zeiten. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh ja. Ist jetzt durch die Medien gegangen, Ankündigung von David Hasselhoff. Ja. Ab sofort heißt er nicht mehr David Hasselhoff, okay, sondern David Hoff.
Der Hof, ja, macht Sinn, oder? Die meisten kennen jetzt heutzutage eh nur noch unter dem Titel Der Hof. Am nächsten Tag dann die Ankündigung von der Marketingabteilung, ja, es war auch nur ein Marketing-Gag. Also falls ihn noch keiner kennt, der Film Confury ist zum Fehlen, wo er die Titel, das Titellied für geschrieben hat. Und ich kann empfehlen, ich habe jetzt gehört einen Podcast, der nennt sich Young in the 80s, ist von so, ich glaube Christian Schmidt heißt der eine und seinem Bruder, ehemalige Spieleredakteure, aber die reden über ihre Jugend, die sie als Brüder verbracht haben in den 80er Jahren. Und die haben, die letzte Folge hatte das Thema Persönlichkeiten aus den 80er Jahren, also so Leute, die man halt mit dem Jahrzehnt verbindet und so. Und natürlich war auch irgendwie David Hasselhoff Thema und ja, ganz super. Und ja, wenn man sich für das Thema interessiert und kann man sich da diesen launigen Geschichten über David Hasselhoff, Knight Rider und seine I've Been Looking for Freedom Mauer Geschichten und so anhören und Spaß haben. Ja. Dann werfe ich noch einen Podcast nach. NSFW, also Not Safe for Work, is back. Mhm. Haben jetzt wieder eine Episode herausgebracht. Das ist ein Podcast von zwei Urgesteinen der deutschen Podcast-Szene, vom Tim Brittlauf und vom Holger Klein, die sich früher 14-tägig getroffen haben. Jetzt haben sie eine relativ lange Pause, haben immer so alle halbes Jahr bei einem größeren Event was gemacht, und jetzt haben sie sich auch wieder sozusagen privat getroffen in der Meta-Ebene beim Tim Brittlauf und eine Episode rausgebracht. Wieder nur eine Episode für einige Monate, aber was erwähnenswert wäre, ist, ich empfehle reinzuhören, ob Timestamp 2 Stunden 47 Minuten 30. Ja, ja, die sind auch gut unterwegs. Da kommentiert der Holger Klein die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage, und genauso wie ich es auch zurzeit sehe. Ich bin ja hier bei euch, weil ich auch immer wieder Trost suche und ihn dann finde, und es ist dann so schön zu sehen, dass es auch andere Leute doch relativ ähnlich sehen, in welchen Zeiten wir gerade so leben. Und wie gesagt, also NSFW kann ich wieder empfehlen, ja. Ist wieder so gut, wie er früher war. Aber erst nach 2 Stunden. Dann ist er wirklich gut, ja. Ja, dann, wir haben es kam gerade ein Einwurf, nach 2 Stunden, ich weiß nicht, ob das auf die Entfernung zu hören war. Achso. Ja, Florian, wo warst du unterwegs? Im Grunde... Hast du einen Rent? Nein, noch nicht. Nichts, was ich jetzt schon irgendwie in der aktuellen Situation sagen kann. Aber wir waren ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal hier? Das letzte Mal hast du vom Schottland Hochmoor erzählt, deiner Wanderung alleine durchs Moor. Nein, das war nicht Schottland, das war England. Okay, ja. Stimmt, ja. Ja, das war aber letztes Mal. Das war lange her. Nachgeplappert, ja. Das heißt, ich habe noch nicht mal von Wales erzählt. Das Reisetagebuch beginnt. Nee, ich war ein bisschen unterwegs. Also es war ja die die Django Con Europe in Cardiff. Okay. Konnte ich meinen Chef überreden, dass ich hingeschickt werde. Das heißt, ich war mal eine Woche in Cardiff. Vorher war ich noch nie in Wales. Man weiß über Wales eigentlich jetzt nicht unbedingt viel. Es ist so das vergessene Königreich von UK. Aber ja, es ist recht ruhig dort, nachdem okay, das schon die größere Stadt ist, aber ich weiß auch nicht, ein paar 100.000 Einwohner vielleicht. Es ist sehr übersichtlich, man kann überall zu Fuß auch hingehen. Was angenehm ist, ja. Das ist ganz angenehm, ich habe nie irgendwie Öffis dort gebraucht. Ja, weil es flach ist, war alles dicht beieinander, oder? Es ist halt eine kleine Stadt im Endeffekt. Du gehst vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, wenn man vom nördlichen Bereich, wo es noch mehr Zentrum ist, bis zum Hafen runtergeht. Eine halbe Stunde zu Fuß, ist ganz angenehm. Es gibt dort jetzt nicht viele Attraktionen eigentlich. Die einzige Attraktion ist vielleicht für Doctor Who-Fans in Cardiff, ist zum einen der Drehort von den meisten Torchwood-Folgen. Das ist so dieses Doctor Who-Spin-Off. Es gab auch Doctor Who-Folgen dort. Und
BBC Cardiff ist oder BBC Wales, ich bin mir nicht sicher, wie was die sind. Sind irgendwie einer der, ich weiß nicht für was genau die, aber die sind einer der Hauptverantwortlichen für die Doctor Who Sachen überhaupt. Und das Doctor Who Experience ist auch in Cardiff. Das heißt, man kann dort beim Hafen, gibt es eine riesige Halle, wo man sich für, ja, ich weiß nicht mal wie viel, so um die 10 Pfund oder mehr, kriegst du eine Tour. Kannst du schon durchgehen, ich verrate jetzt nicht unbedingt, was es geht, aber es ist sehr interaktiv. Du hilfst dem Doktor halt bei Dingen und gehst durch die verschiedenen Schauplätze und... Kannst dein Dr. Who-Fan dort auslegen? Genau, also es ist grundsätzlich wahrscheinlich mehr auch für an Kinder gerichtet, aber wo ich dort war, waren nur Erwachsene. Ist aber auch ganz lustig. Und anschließend kommt man ins Museum und hat dort im Grunde alles, was Doctor Who je gab, auch die ganz alten Sachen. Du hast quasi fast jede Original-TARDIS dort stehen, die jetzt gerade nicht zum Drehen verwendet wird. Du hast alle Kostüme und Repliken von ein paar Sachen, die sie halt entweder nicht mehr haben, weil sie manche Sachen haben sie ja verloren. Sie haben ja auch die ersten paar Folgen von der ganz ersten Staffel, sind ja auch nicht alle wieder aufgetaucht. Das gibt es ja schon so ewig, oder? Also 60er? 60er, ja. Also es war die 50 Jahre Special, war erst vor ein paar Jahren. Das ist ganz nett. Ja, ansonsten Wales, landschaftlich super. Also wenn man wandern gehen will, ist es auch sehr zu empfehlen. Es gibt schöne Küsten, nette Leute, gutes Essen. Die Leute, sprechen die dort Englisch oder so ein ganz Angelegenheit? Kauderwelsch. Also, es ist so eine, man kann sich mit ihnen verständigen. Nicht immer. Wir hatten einen Busfahrer, der sehr kommunikativ war. Der hatte halt so einen walisischen Slang, der jedes zweite Wort hat nicht verstanden. Also, man kann es immer erraten, was er ungefähr meint. Und halt immer nur Ja sagen und hoffen, dass er aufhört zu reden. Aber du bist jetzt nicht an Leute geraten, die absichtlich nur Walisisch sprechen oder also, aus Separatismus oder so? Nein. Also das kommt zwar wieder, bei der Konferenz selbst gab es sogar, ich glaube, was haben sie da alles gehabt? Es gab Ankündigungen auf Walisisch immer auch. Und ich glaube sogar, manche Sachen wurden sogar übersetzt. Also die Konferenz war sehr interessant, auch von der Barrierefreiheit und von den ganzen Dingen. Es war die erste Konferenz, auf der ich je war, die Speech-to-Text, also es wurden alle Talks live auf zwei großen Bildschirmen mitgeschrieben, was der Vortragende sagt. Untertitel? Nein, das sind zwei Frauen gesessen, die ganze Zeit mitgetippt haben. Cool, ja. Das heißt, du hast sofort einen Text, was du auch weiterverarbeiten kannst von dem Vortrag. Ja, das auch, aber es war hauptsächlich für auch, dass du mal Leute, die nicht hören können, können so auch den Talk folgen. Und es hat sich herausgestellt, es ist auch sehr vorteilhaft für alle Nicht-Native-Speaker oder für bei Vortragen, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, dass man wirklich mitlesen kann, was der jetzt gesagt hat. Ja, wenn du kurz nicht hinhörst, kannst du schnell noch nachlesen. Super Service, ja. Das war ziemlich cool. War das auch für die NSE? Das kann ich übersetzen. Ist im Endeffekt eh auf Englisch gewesen alles. Also. Nochmal wiederholen, das hört man sich. War das für die NSE, dass man dann gleich die Texte in Schriftform hat? Also die haben sicher gute Spracherkennung schon, die haben die Performance auch überall. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Vielleicht Jahr gedacht, um die unwissenden Leute auch noch abzuholen, was Django überhaupt ist. Kurze Erklärung. Haben wir das nie gehabt. Django ist ein Web-Framework. Ist das ein Western-Film? Das ist sowas. Genau. Das ist ÖVP-Politiker. Genau, ja. Genau, nee, nicht ganz. Also im Grunde ist es ein Web-Framework, ähnlich wie Ruby on Rails, kennt vielleicht auch einige. Oder eins von den vielen PHP-Dingern. Halt in Python. Ist so das beliebte, eins der zwei beliebtesten Python-Web-Frameworks. Was ist Python? Wir haben einen Horst hier sitzen, also ich glaube, das weiß jetzt schon jeder. Das könnt ihr hören, das ist ein Greek Word. Mal gesehen.
Wir wollen jetzt auch wissen, was Python ist. Das ist so wie Ruby ist. Ist so wie Ruby. Das ist eine große Referenz. Ist so einer der Einflüsse von Ruby. Genau. Eine Würgeschlange. Eine Python, eine Programmiersprache und das Django ist in Wirklichkeit so ein Set an Tools, mit denen es einem einfach gemacht wird, strukturiert und schön Webseiten zu programmieren. Ja. Also Daten in ein, eine Vorlage zu werfen und das dem User anzuzeigen. Genau. So damit man sich die ganze HTML-DAP-Knüttlerei erspart. Na, HTML muss halt noch immer machen. Ja, aber ja, aber auch auf eine andere Weise, als wenn man da so viel drauf ohne Framework drauf programmiert. Naja, wieso? HTML in PHP-Gemisch ist doch super. Ja. Und SQL-Abfragen direkt rein in einen Fall. Na gut, aber hat lohnend geklungen, ja. Die Konferenz? Wie lange hat sie, wie viele Tage hat das umfasst, die Veranstaltung? Die Konferenz war 5 Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin jetzt nicht sehr viel dazu gekommen, irgendwie wirklich Cardiff anzuschauen. Nur 2 Tage habe ich mir ein bisschen das Schloss angeschaut und den Park. Mhm. Die anderen Tage haben mich ungesund ernährt. Ja, jedes Mal, wenn sprich, ich ungesunde Ernährung in Cardiff? Tesco. Mhm. Sandwiches von Tesco und so. Muss man erklären, ich kapiere nicht. Da reicht aber Bratislava auch. Muss man gar nicht. Ja, das kommt gleich. Was ist denn Tesco? Tesco ist eine riesige Supermarktkette aus UK. Ja. Gibt es auch in Bratislava oder in anderen Städten, in Tschechien und so weiter. Eigentlich überall außer in Österreich gibt es Tescos. Ist so wie Billa, nur in. Also eine Supermarktkette und dort kann man sich ernähren direkt? Ja, da gibt es alle. Also in Großbritannien ist die Kultur der schnell mal einen Snack beim Supermarkt holen irgendwie mehr als bei uns. Und wird der dir dann in einer Mikrowelle angewärmt oder riechst du das so kalt aus der Pappschachtel aus? So wie bei uns auch ein Sandwich. Vom Supermarkt. Ist das nur ein Sandwich? Ja. Ach so. Mhm. Viel mehr ist es nicht. Also du hast nur viel mehr Auswahl. Ah, okay. Ja, wie liest du irgendwelche traditionelles Zeug auch irgendwie? Ja, sie haben sehr viel Fischzeugs, das ist jetzt nicht so meins. Also, es waren die Seafood. Fisch und Chips schon grundsätzlich. Andere Sachen sind ähnlich wie in England auch. Mhm. Also, was wir gegessen haben, war zum Beispiel Shepherd's Pie. Ah ja, genau. Das habe ich mich erst letztens Shepherd's Pie gestolpert. Ziemlich gut, also ja. Ist im Endeffekt. Zermatschte Kartoffeln mit Faschierten und Erbsen und so ein. Was in Kuchen vor? Was und das über, mit Käse gehen? Überbacken. Und das andere waren die Dragon Sausages. Okay. Ich bin interessiert, erzählen Sie mir. Was sind Dragon Sausages? Das ist Pferdeäpfel. Ne, es sind im Endeffekt einfach auch nur faschiertes in Würstchenform. Okay. Ja, so ist in die Richtung, nur halt anders, also mit Soße drüber und anderen Beilagen. Ist saftiger. War und irgendeine Edelsoße. Das war super. Und was wir dort nicht gekriegt haben, aber was ich sehr, sehr empfehlen kann. Es fällt mir der Name nicht an. Glamour Sausages oder so gibt's auch. Das sind aber keine Fleischwürstchen, sondern das ist sind vegetarische Chwapchichi im Endeffekt, die aber von der Konsistenz und vom Geschmack ziemlich ähnlich sind wie ein Fleischlaberl. Das heißt, das könnte man auch super für Burger verwenden, wenn man es, essen. wenn es ähnlich wie Fleisch schmecken soll, oder es schmeckt nicht komplett also wie Fleisch, ein vegetarisches glaube ich. Fleisch sozusagen. Ja, mhm. Aber nicht so auf Tofu irgendwas, sondern halt, ich weiß nicht, was drin ist. Mhm. Mehr sehr viel Brösel und Käse. Und Interessant. Sonst habe ich da jetzt nicht sehr viel Kulinarisches, außer English und Irish Breakfast. Irgendwelche Besonderheiten von Land und Leuten, also spezielle Erlebnisse mit Küstenwache, Zöllnern, schönen Frauen? Ich war eben nur auf der Konferenz in Cardiff, dann sind wir weitergefahren, kurz in einen Kaff in der Nähe von Swansea campen. Also viel von den Leuten habe ich nicht mitbekommen dann.
Und dann sind wir weiter nach Irland, wo es ein bisschen mehr Leute. Also Irland ist dichter besiedelt als Wales, sagst du? Oder? Naja, in Dublin zumindest ja. Irland warst du schon, erinnere ich mich, da war das auch das erste Mal Irland für dich. Das war mein erstes Mal Irland. Und da waren wir auch eben blöderweise nur im Osten. Also alle, die bis jetzt in Irland haben gemeint, Westen ist super schön, Osten ist ja nicht ganz so schön. Die erste Stadt ist so Wexford mit Strand und allem, aber nicht so grün, wie man sich Irland vorstellt. Und Dublin selbst ist halt eine ziemliche Hipsterstadt. Mhm. Hipster? Ja, hipsterig. Mhm. Die haben sogar Plakatwerbung, wo sie auf Hipster anspielen. Komm mal, ich wollte nur fragen, because we don't have many Brazilians in the podcast. can you explore this topic and talk about what is the most upsetting thing of Austrians from a Brazilian perspective? Really? That's the topic that I enjoy most. This is a very polemic thing. Yeah. Offend everyone. Yeah, I want this podcast to become popular in Brazil. It's so difficult to generalize. No, just speak. Your most crazy experience. The most annoying thing is the Deutsch speaking. No, I'm kidding, but that's like it's in the beginning. I'm here just for 1 year, so it's a bit difficult the first couple of years. I'm understanding more and more, but when you're like in conversations and you don't understand, it gets really boring. But it's normal. I mean, in every plenum I also work in the OHA and the meetings. Keep all yourself. Speak up. But yeah, everywhere you have so many annoying things. I could name 100 annoying things from Brazil. What part of Brazil you come specifically? I was born in São Paulo, but I lived in many places, like 10 years, like 2 years here, 2 years there, and also in the last 3 years before coming here, I was in the capital, working closer to the social. Brasilia? Brasilia, yeah, in Taguatinga, in fact, it is like the suburbs of Brasilia, in a street community that we had like social and community living and free software community. We had like this video production relating to techno political social issues, and we were doing like documentaries only using free software, and all the publications and design and everything is always all made in free software from this community. It's called Mercado Sul. There is a local community. Yes, in this place, and it's a very interesting place. And Mercado Sul, they even have a blog with videos, and there's like guys that build out furniture out of recycled cardboard paper and like really tough furniture, beds and couches and shelves and stuff like this, just recycling cardboard paper. So in the last 3 years, I was in this place involved in these activities before coming here. And yeah, there's a lot of things going on. Maybe now I can talk about some, because we just give an overview of what we were doing, and there's some projects from Brazil too that I would like to maybe share a little bit about them. There's this very interesting, I'm also working with these apps. It's called Música Móvel. It means mobile music in Portuguese, and it's a series of kind of 8 apps for Android, all of them open source and all of them for making music. There is one slicer that is based on an old Pure Data patch from a friend from Guilherme. This Pure Data patch is called Navalha, that's a razor in English, and it's like a slicer for audio samples and loops. And based on this Pure Data patch, they made one of these Música Móvel Android apps. Like they improved this Pure Data patch and made this. They improved this Pure Data patch and made this mobile app. And there's like 7 other apps from this series. Música Móvel, I think it's .com.br. But if you look for Música Móvel, it's mobile music in Portuguese, you find this blog. And there's links to the GitHub with the open files and everything. It was from a university, Federal University of Bahia. It was from some students of the university, sponsored by the university to make this project. That's a really interesting project happening in Brazil regarding that.
the audio thing that I'm doing too. We have the big community of free radios. It's called Radio Livre. Radio Livre? Livre with V. Yeah, it's in Portuguese, it's with V, Livre. Radio Livre is a big community. We have like also, it's not open anymore, our discussion list, because like, there was one of these radios, like every year the police come and take their equipment and they made another party and bought another transmitter, and every year was like that. But then last year there was some fights in the party, because it was a really big party in the university that get out of control of the radio people, and I think somebody got really hurt or died or something. And then after that our community is closed, but there is the blog and stuff. It's Radio Livre. It's a really big community of free radios spread all around the country. We have this also very interesting, it's the biggest Rise Up list, email list. It's called Meta Reciclagem. It's like Meta? Reciclagem. It's like Meta Recycling. Okay. In Portuguese, it's like a hacktivist group that was from like more than 10 years doing a lot of interesting works with technology and indigenous communities and suburban communities and the quilombos, that it used to be where the slaves used to run away from the farms. They built these self-sustainable communities like of slaves, refugees. Yes, yes. Mm-hmm. And it's called quilombo, so they have a really big quilombo with K-U-I. Quilombo. And yeah, these people, they have really interesting projects. They're building like a parallel internet based on Git Annex, that is like a eventual synchronization system, and they're building like this parallel server. So there's an internet. It's not connected to all the time, because it's eventual connection for this community. So they're building this. So there's an intranet, so to speak. Translocal. Yeah, they even have crazy science fiction plans. Like in the future, like if you have a community that you can have a drone every 2 weeks bringing a hard disk to another community. You know, like that's really sci-fi stuff. And trucks that bring like rice, beans, corn, and hard disks. Cool. You know? update a village that is offered. Yeah, with information that's relevant for this community, like TV how to sensor. Things like this. With information that's relevant for these communities, like how to plant without chemicals, or how to build their own houses, or how to make their own internet. And you were and stuff personally like involved in this project, more or less? Not so much now, but I was. We were living in the same community. We were like together. Right now, I don't have time to be coding with them or anything, but I'm always checking their updates. Mm-hmm. And we have this plan of making, soon we will make our server. Could I tell that? No. Yeah, it's we're building an internal server for the C-Lab, and I even thought of using... It's totally cool here to talk about plans. Yeah, I'm just joking. I'm totally open. I'm mostly open with my secrets are open. So there's a big question arising in my head. Why, if you have such a rich life, it's such interesting projects, why you end up in... first time, why you end up in Austria? So had you had a tragic love affair that pulled you here? No, I had a tragic life, not a tragic love affair. And in the last 3-4 years, in fact, after there was some demonstrations in 2013, the thing for the activist movements started getting really tough, with friends being persecuted and followed, and you start living like a paranoid life, and just... But this projects, these projects happen because there's a lot of repression too, and people have to look for alternatives. So let me ask again, I'm not very familiar with Brazilian politics, but you had this big government change to President Lula, and then his successor is now... Dilma, she's from the same party. And the repression started with the left government. Like 20 degrees left. They have a lot of business going in the background, and they're all political reasons to leave. Yeah, personal and political too. I'm studying the Angavante. I had like some invitation from some friends I met in this media arts festival. I was giving workshop to kids, and they said, "Oh, you should come to this Angavante." And I just wanted to spend some time and get new experiences and
there was an opportunity to get a visa and don't be illegal. And here living in Europe, you feel less paranoid? Yeah, totally. Of course. But because if someone here makes a crime, usually figure that he can go to Brussels. Yeah, but somewhere, no more or less. Come on, even political stuff. Come on, the prisons in Europe. If I go to prison here, they have like really cozy and food and stuff. you don't know the prisons in Brazil. Man. No, okay. I'm kidding. It's a joke. Okay. It's nice. It's a joke. But no, I know that control is very intense here too. I have a friend in Berlin, he got €800 fine for downloading a torrent movie or something. Yeah, okay. And I was like, what the fuck? The Germans are crazy. Yeah, it's paranoid. But it's but the thing is that at least here you know that the police is not going to beat you up or kill you in some corner or really do dirty shit and take you to really shit places. And and in Brazil you also have both sides, you have the police and the government and all this kind of repression, and you also have the crime rising, that you cannot walk around with a laptop in your backpack without being paranoid, and you cannot take your phone on a bus without, you know, it's really kind of complicated. And sometimes you want to use your brain for other things than to protect your laptop and your phone. I see. And it's good to have experiences in different cultures, I think. Yeah. Next question is, there's very active Brazilian community in Vienna that you're connected to? No. I know a couple of I'm a musician too, and I know a couple of musicians, and I'm not such a nationalist. But there was not a big expatriate movement who picked you up at the airport and say, way. But we played a couple of concerts with Brazilian cover songs, and I was like, okay. Okay. Well, but I'm fine. But I have good friends from the Brazilian community. But I'm not so attached to it. In fact, right now I'm going to be Polish Brazilian soon, because my grandfather was an immigrant from Ukraine. Who ran away to Brazil from the and war, you and the family tradition. Yeah, ran away. And now I'm taking my Polish citizenship too. So I'll be Brazilian Polish, and I don't care about any of them. Any of these nationalities. I'm thinking I'm just a human being in the world and anything. But well, yeah, so yeah, I think I speak a lot about these things. And sorry, just personal question, I cannot resist. Will you, as you graduate to world citizenship, will you in a big art ceremony burn all your passports? Burn all my passports? Yeah, the photocopy of them. Oh, okay. Come on. I think there was a ceremony that you now transcend to world citizenship and reject nationality. Yeah, no. I'm playing the game. Stamp on the ash of your burning passports. I'm playing the game. They're like the password to go through border thing. We have to play the game. The same game. By the way, I'd like to talk about some of the projects that we're doing. You speak now of C-Lab. Yeah. We're doing. Who is we? Some are doing in the C-Lab, some are still going on with these connections from Brazil, because from this hackerspace. So mostly you and friends. Yeah. So flexible week. And bringing back to the C-Lab topic too. I mentioned this Musica Mobile. They're very interesting apps, and. We had this. We were also using MPD, but with IceCast in the radio server that we were hosting in Brazil in some hackerspaces. And we were hosting this radio server in Brazil, and we had like two radio channels that we were feeding the database of songs, and two other channels that we were offering to some activist communities and to have their own communication channels. Yeah. We were hosting this server for 3 years, and now it's down. But we're taking back this project soon with the MIDI thing, with the MPD and IceCast. I started building this Python text adventure game. Now I stopped with the programming and I'm focusing with the story. Writing the story, so you need to have a good story, not just a good gameplay, but a good story, otherwise it's useless. Yes.
And that's an interesting. Yeah. Yeah, that's an interesting project that I'm moving on. Have you some website for it or some GitHub? Not yet. I have it, but I still not giving it away because I'm working in the back end of this story. Mm-hmm. And yeah, the audio things that we're doing, like also I did mention before, we're dealing a lot with guitar effects pedals and like experimenting, rewiring the guitars and making distortion with like simple diodes things in the wiring, like. We're into this DIY effects for guitars, for example. And also, one guy from the Ekahai, Yoshi needs a drum trigger. He wants to make a trigger for his drum. So we kind of also involve this DIY project. And I'm trying to be in the middle of the experimental back-end noisy thing and actually making useful stuff. That you can, that you know, I mean, for musicians, that you can actually use in a concert and can trust that, and it will not give you latency or like with a live perspective, so you can use it really when you're on stage. Mm-hmm. A very personal question: you have so much cool projects going on. How do you make money? Well, I don't make money. That's why I live in the Kaha. No, I work in the Hufak in the Oha. In the student union, Hochschule Schaft, OHA, Österreichisches Hochschule Schaft. Also, you have a job there? Yeah. Okay. And this guitar, and the recipe thingy. I was just writing down some interesting things to mention. You can come back to share. If people want to get in contact with you, it's a C-Lab. Do you have a personal contact patient you can disclose? Or? No. Okay. The C-Lab. Just by C-Lab. The C-Lab, we should ask for, you go by a nickname? Or? From Sattl. S-A-T-L. Yep, S-A-T-L, Sattl. Okay. Mm-hmm. Okay. Cool, and that's it. Yeah, thanks. Cool. Also, wir sind im schönen Lebenteil angelangt, glaube ich, oder im interessanter Leben. I would like to talk one more thing. If you can look for MIDI Lab on GitHub. Media Lab? MIDI, like MIDI Lab. Like musical interfaces. MIDI Lab. MIDI Lab at GitHub, and it's with me with one friend from Brazil. We have like some. We were building this shield for Arduino for multiplexing and having like up to 48 inputs of knobs and stuff. So it was a multiplexing thing for Arduino. Of course, there was a big problem with a bit of processing and latency, but it was working. But we still have there the hardware, the how do you call it, the PCB design, and we have the MIDI libraries for using it with the Arduino, and we have also a capacitive sensor for MIDI for MIDI capacitive sensors system for microcontrollers, like, so you can build your have like capacitive sensors in a QB board or a Raspi and stuff and output MIDI directly already using like interesting MIDI libraries. That's also on GitHub, this MIDI Lab. Yeah, and that's an interesting thing that I would like to mention. Mm-hmm. And yeah, I will send the links. Oh, yeah. And if you get more projects, you will talk to us later. It's no problem. Yes. Okay, if I remember. Don't run away. Okay. Okay, move on. Cool. Yeah. Just wanted to put out. I think it's a nice perspective to get so much input. Yeah. That we hadn't had anybody like you in the last. Episodes with so much 230 music issues in the side of Brazilian. Yeah, but I'm a fake. I'm just advertising. Also, cool. Just nice. Talking. Yeah, it's kind of stressy to have so much projects. That's why sometimes I always fighting with them. Hey, we should have more days in the C-Lab. Please, people, come on. As a psychology student, I have a very easy solution for you. You just become, how you say, not paranoid? Paranoid, yeah, right. Schizophrenic. Split personality. Schizophrenic. Schizophrenic and then Yeah. It's like multitasking. Multiple. Yeah, I used to be schizophrenic, but now we're doing fine. Okay, darf ich auch euch zwei nochmal kurz zurückkommen, weil nur einer von euch trinkt Bier, also ich vermute, dass einer von euch bald fahrt wird und bald geht. Wir wollten noch essen.
Ah, okay. Dann steht er hier noch mit bevor. Da ist die Karte. Ja, ja, du bist. Hast du ihn bestellt? Ah, oder? Nicht brauchen. Ah, sondern ich dachte, du hast bestellt. Jetzt kommt es drauf, dass bei dir nicht bestellt hast. Ja, Wollt ihr was zu sagen über eure Zielab-Situation oder über Zielab allgemein? Ich nehme an, ihr seid auch in sehr coole Projekte involviert oder habt sehr lustigen oder coolen oder colorful way of life, würde ich dir vielleicht erzählen wollt. Nein, also ich bin nicht so viel im Silab wie Rafa, wie Settle. Kann man das rausschneiden? He just said like, Batman, no, Bruce Wayne. It's like, okay, fuck, sorry. Yeah. Du schaust so aus, als lebst du als Fahrradbote. Ja, auch, das ist ein Teil meiner Identität, ja. Ja. Voll, zwei Tage die Woche. Und sonst bin ich auch nicht die ganze Zeit in Wien, sondern auch unterwegs, immer mal wieder, will ich nicht so. Pendelst. Ja, ich pendel. Also einmal nach Niederösterreich und dann auch noch so. Keine Ahnung. Aber du kommst ursprünglich aus irgendwo ganz woanders? Ja, aus Deutschland halt. Deutschland. Das ist nicht so weit weg. Geboren in Kiel. In Kiel? Ganz oben, ganz oben. Schon oben. Kiel war ich mal, ja. Ja, und dann bin ich irgendwann umgezogen worden nach Stuttgart, also in die Nähe. Ah, okay. Stuttgart. Das war dann eh schon Süden und dann hast du da. Ja, dann ist der dann gleich nach Süden. Ja, genau. Okay, ja. So, das war ziemlich mein Werdegang. Vielleicht sollte man für die deutschen Zuschauer sagen, ja. Die nicht wissen, Zuhörer, ja, stimmt. Zuschauer. Das ist ein genialigeres Wort. Sagen, dass Wien mitten in Niederösterreich liegt. Aber ein eigenes Bundesland ist. Das ist wirklich falsch ausgedrückt. Das ist so, wie wenn du Grießbrei isst und innen ist warm und außen ist die Kruste, die was nicht mehr so gut ist. Ja? Oder sagen wir Niederösterreich liegt um Wien herum. Ja? Ist nicht so das. Oje. Muss man schon sagen. Also Berlin und Brandenburg. Nein, ich. Das heißt, Niederösterreich ist ganz nah. Ich bin erst heute Nacht noch in Niederösterreich gewesen. Ja. Und im Silab, so keine Ahnung, momentan bin ich, also ich habe nicht großartige Projekte momentan. Also aber du wohnst dort auch nicht, also du hast einen bürgerlichen Lebenswandel mit eigenen... Mehr oder weniger, ja. Und warum gehst du dann ins Silab, also wenn es dir gut geht? Weil ich, ins, also ich meine, ich so, bin schon... Warum kommt er zum Bierdacher-Podcast? Ja. Das passt doch nicht. Also, ich habe schon... Echt? Oldest active member. Ja. Ich habe schon, weiß ich nicht, seit über 20 Jahren so irgendwann mal... Vor 20 Jahren habe ich so Computer für mich entdeckt und bin dann irgendwann auf Linux und Open Source gestoßen und die GPL und habe mir gedacht, ja, das trifft eigentlich ganz gut meine normale Lebensanstellung auch und ich würde gerne, dass die Welt auch so organisiert wird, dass wir einfach gucken, was läuft am besten und wie machen wir es am besten, also in der Realität jetzt, ja. Real life so mit. Und ja, ich weiß nicht, ich bin halt dabei geblieben so und habe mich immer... Du hast jetzt ein Refugium, ein Microsoft-freies Refugium gesucht, wo du deine Utopien ausleben kannst. Ja, und also na, mein Ding ist wirklich eher so, also für mich lernen noch Sachen, wenn ich mit Leuten rumhänge, die mehr drauf haben als ich. Das mache ich mein Leben lang schon so. Das funktioniert ganz gut. Und eben jetzt zum Beispiel dieser Workshop, den ich angefangen habe mit den zwei, drei Mädels, so einfach in, also ich war auch schon im MetaLab, aber das war mir dann... So, genau, ich wollte dich fragen, warum nicht MetaLab oder was? Das war mir zu Startup. Zu Startup? Das vielleicht zu seriös? Vielleicht hatte ich da... Also ich war halt da und die Themen, es ging halt immer nur um, wie Geld verdienen und das interessiert mich nicht so. Ich habe inzwischen schon realisiert... Ja, vielleicht hatte ich... Das ist ja so veranstaltungsabhängig. Ja. Hatte eine Vortragsfolge, genau das. Ja, und ich kenne schon einzelne Leute aus dem MetaLab auch, die ich teilweise auch mag, teilweise gar nicht. Aber da sage ich jetzt keinen Namen. Ja. Und ja, also C-Lab hat mir besser getaugt, von meinem, also gerade dieses ganze DIY und also vielleicht ist es auch ein bisschen meine politische Heimat, die Ecke, so. In der das beheimatet ist eigentlich. Ich bin auch voll deswegen einfach dorthin. Ich habe mir irgendwie so gedacht, seit im IKH so, es hat irgendwie so gewisse Grundsätze, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen kann. Davon bin ich halt ausgegangen, wie ich das erste Mal hingegangen bin. Also weil ich politisch habe, kompatibel sozusagen. Genau. Okay. Ich habe mir gedacht, hey, voll cool, so ein Hackerspace, der irgendwie eine radikale politische Komponente hat. So.
Also für Leute, denen das MetaLab schon zu Mainstream ist politisch. Ja. Wobei, also für Leute, die das MetaLab jetzt nicht kennen, also da geht es eigentlich schon sehr. Ich habe mich halt auch. Ihr würdet aussehensmäßig viel mehr nach Startup. Ihr seid alle sauber angezogen, gepflegt. Genau. Das ist ja heutzutage kein Dienst. Ich sehe nicht mehr aus. Also, ich weiß nicht, ob das MetaLab da nicht irgendwie Rollen getauscht hat mit euch. Ja. Also, es kann schon sein, dass man ins MetaLab reingeht und da hängen zwei oder drei Leute zusammen, die da seit drei Tagen auf der Couch schlafen und auch nicht duschen, ne? Und dann da irgendwas kochen und so. Also, es gibt da durchaus die ganze Breite des Nerdspektrums. Ich habe mich im MetaLab nicht so. Also, ich habe es jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal versucht, einfach mal reinzugehen alleine und ich habe einfach nicht gewusst, was ich da machen soll. Also, es ist so. So, ja. Ich brauche jetzt einen Computer und irgendein Programm, das ich jetzt unbedingt schreiben muss und dann setze ich mich da hin und warte zwei Stunden und dann komme ich in Kontakt mit wem. So habe ich mir das irgendwie halt nicht vorgestellt, ich weiß nicht. Und das funktioniert bei euch besser? Naja, vielleicht einfach dadurch, dass es halt so... Naja, wir hatten auch schon Leute, die gegangen sind, wieder. Ach so. Einfach so, wenn nicht, also... Jetzt also eine Person. Jetzt irgendwie Social Skills gehabt oder was? Nein, das war ein bisschen, also einmal vor allem, einmal ist es passiert. Da kam eine Person, die dachte, an dem Tag ist ein Workshop zwecks Handy verschlüsseln, neu aufsetzen, so, und das war nicht so, und irgendwie haben wir damals, also da hat sich im Stich, also keine Ahnung, ein bisschen komische Situation, also, da haben wir ziemlich versagt als Gruppe. Oder merkt man auch, ich meine, das MetaLab ist auch eine große Community, generell Communities sind eine sehr fragile Geschichte. Ich muss auch sagen, dass MetaLab auch tagesabhängig, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich irgendwo abhängen würde, ich wirklich so auch social und immer so offen wäre, einfach von meiner persönlichen Aufstellung her. Ich würde mich wahrscheinlich schon bemühen, aber kann sicher dann auch mal schief gehen tagesweise. Wobei für Nicht-Wiener, also das MetaLab ist halt der berühmteste oder älteste Wiener Hackerspace oder einer der bekanntesten. Ja. Und was ich jetzt beschreiben kann, das Schöne ist halt, du kannst es sowohl für ein Business-Meeting nutzen, was du einfach mit wem was besprechen willst, was du unkompliziert Internet haben willst und nicht was urviel zahlen möchtest für ein Getränk oder so und Musikbeschallung brauchst und halt auch was nerden kannst. Also du kannst dann mit deinem Computer dich hinsetzen und halt irgendwas herumnerden und gleichzeitig hast du natürlich den vollen Nerd-Faktor, dass du umgeben bist von Leuten mit zum Teil sehr niedrigen Social Skills. Also es kann da reingehen passieren, dass du reinkommst und du tust da drei Stunden was machen und kein Mensch redet irgendwas mit dir. Ne? Weil halt jeder... Es ist auf jeden Fall positiv zu verzeichnen, dass es mittlerweile schon eine ganze Infrastruktur gibt von diesen genannten dritten Räumen. Sektor 5 fällt man da rein beispielsweise, die vielleicht auch eine Büroausrichtung haben oder so. Oder das in der Lindengasse, das Ding da, was es da gibt. Ja, spannend, das kann man nur begrüßen, wenn es irgendwie so Sachen gibt, wo man hingeht. Man hat ja oft dasselbe Problem, wenn man nur zu Hause hockt irgendwie und vor sich hin krautert, ist es manchmal irgendwie... Krautet? Ja, eine Krautat. Also kein kenntliches Kraut dahinter, sondern wenn man vor sich hin lebt, einfach vor sich isoliert. Also Kraut. Nein, es ist gut, wenn man mal rausgeht und irgendwie Perspektiven... Kann man nur empfehlen, dass man sich viele Sachen anschaut. Und hoffen, dass noch viele Sachen entstehen einfach in Wien. Ich sitze ab und zu, wenn ich keine Lust habe, zu Hause zu arbeiten, setze ich mich manchmal einfach nur ins MetaLab, weil ich auch weiß, dass ich dort in Ruhe gelassen werde, wenn ich so aussehe, dass ich in Ruhe gelassen werden möchte, aber trotzdem Menschen um mich herum. Genau, weil man braucht auch manchmal Gesellschaft zum Alleinsein. Ja. Und was sehr schön ist natürlich, du hast dort sehr qualifizierte Gesellschaft. Also wenn du jetzt an einem sehr plötzlich in einem Problem kniefelst, was halt nicht deine Spezialität ist, sondern ein Ruby-Problem, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das zufällig irgendjemand sitzt, der das lösen kann. Das ist halt das Schöne, wenn du an einem Hackerspace autistest und nicht bei dir alleine. Ich möchte nur einfließen lassen, eine Anekdote zum MetaLab. Ich war zeitlang öfter dort und da war mein Held war immer ein Typ mit Krawatte und Anzug, der ist am Abend heimgekommen, also ins MetaLab gekommen, nicht heimgekommen, sondern erst ins MetaLab, hat aber sehr verheiratet gewirkt, hat dann seinen Laptop aufgeklappt und im Business-Anzug hat er World of Warcraft gespielt. Und aber sehr professionell mit Headset und so. Weil ich mir dachte, also ich habe da nie so richtig viel mit ihm geredet, ich habe mir so gedacht, der kann das aus irgendeinem Grund zu Hause nicht tun, weil da, keine Ahnung, das Internet nicht gut genug ist oder die Sozialstruktur nicht passt oder so. Und jetzt macht er direkt nach der Arbeit. Grindr-Armeen engagiert von jemandem. Er hat so sehr businessman-mäßig ausgeschaut. Ja, eben, deswegen. Vielleicht war das so sein Beruf. Ich gehe ins Büro, World of Warcraft spielen, heute 10.000 Säue umbringen. Ja, dann geht schon, Monatsgehalt. Und weißt du nicht, dass er nachher noch ins MetaLab geht? Ja.
Oder vielleicht das ist ein privater Account. Ja, na, aber das war so mein Hero. Mhm. Yeah. Okay, also das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, ist jetzt beide eher aus der politischen Richtung, fühlt ihr euch im Seelab wohl und tut so oder wenn ihr Sachen auswählen. Ja, vielleicht schon. Also Leute, denen das MetaLab zu wenig. Es war auf jeden Fall die Motivation, warum ich da hingegangen bin, das erste Mal. Und dann bin ich halt irgendwie so empfangen worden und auch so recht schnell irgendwie so eingebunden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie cool. Hat das C-Lab jetzt in Favoriten so einen, irgendwie ein Lokalmonopol, weil es da halt nicht viele Hackerspaces gibt weit und breit, oder kann man das nicht so sagen? Ich glaube, das C-Lab ist ja einfach nicht so ein klassisches Hackerspace. Mhm. Eigentlich passt der Name nicht so gut. Aber wir haben irgendwo so, dann so irgendwo steht, das C-Lab ist ein Raum, der genutzt wird. Also ich weiß nicht, im Endeffekt steht da drin, so die Leute, die kommen, machen den Raum. Und es ist jetzt nicht so ein, also da zum Zusammen, momentan ist es nicht so, dass wir da zusammensitzen und irgendwelche Sachen programmieren. Oder? Ja. Oder kriege ich irgendwas nicht mit? Ja, voll. Also es, ja, also eigentlich ist Hackerspace, es kann ein Hackerspace sein, so, aber es ist eigentlich mehr Computertechnik. So Cyberlabs. Ja. Das Cyberlab auf der FK. Ja. Das ist not a Hackerspace, yeah. It's a Cyberlab. Yeah, it's, I don't know exactly what is the point, but it's very small. It's a small, it's a small space, and it's a, and yeah, I think we are a big difference between other hackerspace. I don't know, or maybe it's what we've been told. But we, as I feel, we don't have so much pretension to really build to have a lot of super machines. They're like, they want a 3D printer. I don't, because I know that if we get a 3D printer, it like print 2-3 stuff and say, oh, cool, and then we're not using it anymore. I don't know, because we're small. We don't have so many projects. We're a few people. So I think it's more dedicated to this circulating this information and regarding a lot of the disposal of the electronics to recycle and to, so I think it's more focused in this political, social, not so like placative maybe, but. I have to, because I'm on my second beer, yes, I have to provoke you a bit, yes? Oi, oi. Once in a time here in Vienna there was a failed revolution. It was 1848, yes? And it was crushed by the reactionary forces of the monarchy and anti-democratic forces. And the bourgeoisie, also the middle class, who was before very pro-democratic, pro-revolutionary, then get completely crushed, was denied of everything political. And then they retweeted and they made house circles where they met in the salons of the bourgeoisie. You're talking about Biedermeier. Of Biedermeier, yes. And the thing is, they invested their energy and their creativity and all the things they could not express in openness into make beautiful music. And now I see a bit of a parallel of people who are not going out, but retreating in very close-knit communities in political bubbles and make their hackerspace projects. And very ugly music. The fun thing is, I will not say that in totality for the history of humanity was so much a bad thing. Yes, it was not. I mean, we have beautiful music. We never had a very democratic tradition here, that's another thing, but we are world capital of classic music. So, can you see something like that instead of changing the world, you leave your inside your political bubble and try to do nerd stuff there? I can see the critique. It's not a critique, just the point. But the whole isn't it always, if you might make something specific and want to communicate to others, that there is the danger, it's likely that you stay in your bubble. But this is not a reason to prevent yourself from doing it. But because not doing it doesn't help either. Yeah. Because like political cabaret and so on, it's you can. So you still have to do. Yeah. Yes.
I think the like the bubble we are creating in this scene somehow, this, it's like to the create technocratic. No, the leftist, perhaps also the technocratic or the hackerspace thing, to create an environment where we feel welcome and where we can express ourselves the way we like it. And I think it's important to have something like this to. If you forget your like the idea to do something outside of your bubble, then perhaps it's. And I think this bubble like can help you to really articulate your ideas, and then if you feel like you have something that like you can stand for, then you can go. I think this is also a function of, or can be a function of this bubble. So you can develop bubble. Something inside your bubble. Yeah, and like can really think it through and discuss with people where you. Okay. Yeah. I think it like not yeah, but I think this bubble is not like a bubble. there's other bubbles bubbling into the bubble, you know? It's yeah. always good to yeah. be aware that you're it's like a smoking bubble. It's like a bubble bath. Yeah, bubble, you know, I think life is a big bubble game. Yeah, it's true. Okay. But, yeah. There's one point also I think sometimes like instead of going out and fighting for the rights to say or to do something, just say it and do it. Yeah. You know, I think it's a valid to take action and do stuff and to demand the freedom, not just to demand, but to practice the freedom of doing what you want to do and living how you want to be. But it's always a balance between the bubbles. Yeah. But speaking of bubbles, none of them are in Facebook. I am. You are? Yeah, he is. Of course, I have loads of friends in Brazil that I like, you know, just don't want to cut forever of my bubble and stay in a bubble in Austria because I have other bubbles so, to talk to. So, question. Inside this bubble of Facebook, I communicate with other bubbles. Like, when we advertise our last Soli Party, I was the only one in the C-Lab with Facebook, and I said, okay, I will build a Facebook event, but it didn't really work because I don't know how to use Facebook very well because I don't get into this shit, and all my configuration was private, so nobody could see the event that I was making. I was really inside a bubble, and I was like, what the fuck, man? That's a bubble. Is Orkut still alive in Brazil? Orkut, the social network from Google? I know, I think they buried it, but it was really big. It was big, yeah, no, it was huge, yeah. But now you conquered. I think they buried it, and they don't even know if it's online the servers anymore. Maybe it was for a while for people to retrieve things, but they're transforming Facebook into Orkut. That's quite fun, like making really trashy like porn and Facebook and stuff. And it's like, wow, that looks like Orkut. Like, yeah, make it dirty, man. Just throw a lot of bots and virus and porn and shit on Facebook. We should make a dick pic day on Facebook. Dick pic day. Yeah, because like they complain, like everybody posting dick pics on Facebook to flood their servers with dick pics. That would be great political. So picture, Verstanden, Schwein, whatever. Okay, can we edit that? Okay. I'm afraid Horst brings it to the next level. Okay. We edit that. No, we never edit. Good. Raw. Raw. Did any of you use Diaspora? Diaspora. Yeah. Aber es ging jemand dort, okay, to write only. Ja, ich kenne doch nicht. Ich weiß nur zwei Ecken. Genau. Yeah, I used for a while, but it felt it was like an island lost. Yeah. Like, what the fuck am I doing here? I had sent it up on my server and I had my own bubble with me inside. And I thought maybe that's not the point of Diaspora. I'm separating myself from the universe. Yeah, yeah. And my Diaspora, personal Diaspora. But the name was perfect. Yeah, the name was perfect. Ich vermute, hier betreiben mehr Leute einen Server, als es Benutzer gibt. Ja. Ja gut, wonderful Podcast. Ja, die Conversation ist bei mir. Come to an end.
Wovon liegst du ohne Teil? F2P vor. Post-Production. Ich muss all meine Topics zunächst. Ja, me too, me too. Ja, dann lass ich mal ein Thema. Hast du nicht der letzte? Ja, ich habe so ein Thema. Schön, irgendwas? Ich brauche nicht mehr für Mobilthemen. Ich kann auch legen. Nächstes Mal. Habt ihr noch was zum Sagen? Also irgendwas, was ihr mitgeben wollt? Do you want to mention one more project, maybe? Last words, famous last words for the podcast. We can. We have this Geräte pool. Yeah. We forgot this. It's like a pool of devices, like computers, notebooks, and two smartphones. And the idea is to this to make it available to people who can need a notebook for some action or some, I don't know. Yeah, some workshops some or workshop. And they don't want to use their own device, they can come here and they can look through the... Here in the C-Lab. They can come to the C-Lab. So you can borrow a technical equipment for a period of time. And there will be a list online soon. With everything that's available. So let's see, you go in these 20 cafes with very expensive coffees, Starbucks. And you need a Mac to be cool. We have 10. Okay. No, we have one Mac, but it's not working. Yeah, we have the... What's it called? Power G4? No, what? Yeah, really old. Maybe one more time the address of your blog or your website? Yeah, that's important. It's clab.noblogs.org. No blogs. It's blogs.org. I think I'm writing that on the second time. Yeah. Okay. Good. And maybe like the physical address. So if anyone wants to come there on Monday or Tuesday. Monday. Monday it's shaky. Maybe it's a different day, but Tuesday is fixed. It's starting at 5:00 in the afternoon, in the Wielandgasse 224, in the 10th district. Speak in German. Ach so, ja, stimmt. Im 10. Bezirk. 2 bis 4. 1100 Uhr, oder? Ja, 10. Bezirk. Und die nächste U-Bahn-Station ist Keplerplatz. Keplerplatz, okay. Ja. And if there is not a bell to ring, and maybe there may be a phone number on the door, but if there's no bell or phone number, you can just wait a little bit and somebody will come in and open the door for you. We have three options of how to get in. Welches Fenster muss man die Steine werfen? Zweiten Stock die drei linken Fenster, aber zweiter Stock ist schwierig. Ja, und ein anderes kannst du nicht Steine zurückkommen. Ja. Or you can say, hey, C-Lab! Yeah, or the window, maybe somebody can hear. Not in the winter, in the winter will be closed. Anyway. Ja. Cool. Danke fürs Dasein. Ja, danke fürs Einladen. Ja, super, fürs Dasein auch. Danke fürs Kommen. Ja, voll nett, ja. Florian, ein Schlank aus deiner Reise. Nicht so richtig. Gut, dann. Super war's. Danke, du musst uns nächstes Mal treffen. Ah ja, Dienstag, ganz normal. Dienstag, ja. Aber jetzt wieder immer jeden Dienstag, 19:30 Uhr, Zypresse, bis wir uns irgendwann vielleicht auf einem Christkindlmarkt auflaufen. Ne? Oh, ja, schmiert, ja. Die sind schon auf dem Gut. Okay, ja. Schön war's. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Danke. Prost. Ciao.